Herzlich willkommen zum, wir nennen es hier Krogis Talenttaxi, powered Krogis by GTÜ. Genau. Jetzt fragt ihr euch, GTÜ, was ist das denn? Ja? Kenn ich. Bitte, dann komm nach vorne. Plakette, komm nach vorne, ich kann nicht. Ich kann komm nicht, nach vorne, kann vorstellen. Plakette. Wie ist der Name? Ben. GTÜ ist nämlich der Mobilitätspartner, der bringt uns sicher auf die Straße. Michael. Hat er die Kiste getunt hier oder was? Der hat mir, ja. No, Nitro, ja. Wir haben jetzt hier Nitro drin. Ihr fragt euch sicherlich, warum sind wir hier nicht im Crackermobil, ja? Mit den schönen Leoparden sitzen und so. Ich habe extra Leoparden-Haargummi angezogen. Weil Mel, das würde sich beißen. Und deswegen haben wir ein anderes Auto genommen. Deswegen haben wir das Rocket Beans Produktionsauto genommen, was auch sehr schön ist, muss man sagen. Aber nicht so schön wie das Crackermobil. Es riecht auch ganz anders, ne? Ja, viel zu sehr nach richtig Sauerstoff im Kopf plötzlich. Naja, ey, wir sind hier Gamescom, na klar, wir haben schon mehrere Tage hinter uns und die Sendung nennt sich Krogis Talenttaxi. Und heute sind folgende Talents hier im Auto. Zum einen auf meiner wunderbaren Seite hier der Michael Reinke. Hallo, stell dich vor. Hallo, ich bin Michael Reinke. Was? Ja? Ich arbeite bei Rocket Beans und befinde mich in Köln. Mit Krogi in einem Auto. Das erlebt ihr nur. Hier sind wir real. Krogis Talenttaxi. So, dann geht's weiter. Mel, das ist Mel. Einmal vorstellen, Mel. Hi, ich bin Mel und ich dachte, wir sind in Neukölln. Ich habe mich vertan. Geiler Gag, Faust drauf. Hammer. Und hast Bock auf hier die Fahrt und so? Ich habe richtig Bock, ja. Ja, ich habe auch vor allem Hunger. Ich habe gehört, irgendwo, wir halten noch irgendwo an. Oh, du hast schon gespoilert. Hammer. Hammer geil. Ja, sowas kann ich. Spoiler, Mel. Und noch mit dabei ist Bella. Also Bella, hallo. Hallo, Ben, hallo. Meinst du? Belli, dann stell du dich auch kurz vor. Hey, ich bin Bella. Ich fahre auch mit. Und ich hab Durst. Und für Leute, die dich noch nicht kennen, was hast du so für Qualifikationen? Mitfahren kann ich gut. Und ich kenne die GTÜ. Kannst du Papierflieger bauen? Ja. Wir machen heute eine große Papierflieger-Challenge. Ja. Aber nur eine Sorte, also ein Modell nur. Ist das in Ordnung? Wie heißt der? Starfighter? Eigentlich. Ihr merkt schon, die Stimmung kocht nach mehreren letzten Tagen. Ich will einen Kaffee, Also, der Eis ist ein Kaffee Kölns. Damit ihr einfach mal einen Plan habt. Wir fahren jetzt durch Köln. Ihr seid dabei. Wir wollen Kaffee haben. Wir wollen vielleicht. Ich hätte gern Pfannkuchen oder Waffeln. Ich springe ins Innen rein. Er springt innen rein, was auch immer das bedeutet. In den Rhein. Er springt in den Rhein. Chat, wollt ihr sehen, wie Reinke in den Rhein springt? Ja, oder? Kannst du auch in den Rhein scheißen? Ich mach beides. Ja, ich mach beides. Während des Schwimmens kann man auch ganz gut. Super gut. Und Leute, ich weiß, viele von euch leben in Köln. Viele von euch wissen das noch nicht, aber sie wissen, sie leben hier. Und ich habe zwei Tests mitgebracht. Zwei Coolness-Tests. Die tut ihr euch in die Nase. Und je nachdem, was da angezeigt wird, seid ihr cool oder nicht. Und wenn ihr wollt, wir haben hinten noch zwei Plätze frei. Dann holen wir auch noch. Dann holen wir die Stars ab. Wir machen Star-Transport. Okay. Ja? Mhm. Fahren wir losfahren. Haben wir ein Ziel? Ja, fahren wir los, würde ich sagen. Die Verkehrsführung in Köln ist der Wahnsinn. Das ist sehr schwer. Ja gut, dann fahren wir einfach. Ich find's geil, wie du klingst. Ich mag deine Stimme so. Klingst einfach wie ein original kölscher Taxifahrer, der dein Leben lang am Auspuff da eingearbeitet hat. Ja, wo soll's denn hingehen? Was mögt er denn, Freunde? Habt ihr gestern, wart ihr auch wieder gestern an der Zülpi? Was ist denn die Zülpi? Ja, keine Ahnung. Okay. Zeigst du uns ein bisschen die Sehenswürdigkeit noch im Weg? Ja, selbstverständlich. Naja, ich war jetzt ja zwei Tage auf dieser Messe und habe, das muss da ein bisschen leiser sein, und habe geschrien. Ich war bei Razer am Stand. Ich hab's gesehen. Und habe Leute motiviert, dort an dem Stand alles zu machen, was es dort gibt. Wie Bullenreiten. Wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Ninja Warrior Parkour, so ein Ding. Mhm. Da haben wir ein super Video übrigens, das können wir gleich mal zeigen. Walle hat da mitgemacht in Wirts Stream. Oh, können wir das nicht sofort einmal, Bella, kannst du es einmal? Instagram-Account. Kannst du das nicht einmal vorbereiten, Bella? Klar, bereite ich vor. Hab ich da. Ich schau nach, ob ich es da hab. Schaut doch mal bitte einmal nach. Weil das müssen wir euch einmal zeigen. Das ist so geil. Wie Walle auf diesem Ninja Warrior Parcours einfach sich richtig, also so richtig, das ist High Performance Art. Ist das schon. Das könnte auf Arte laufen. Also es sieht ein bisschen aus nach Augsburger Puppenkiste auf der Damen. Ja. Die ganzen Beatmaster und irgendwelche Fäden da eingehört. Ja, wirklich. Hast du schon? Gleich. Ja. Aber ich will da heute auch drüber gehen mit Colin. Der will das kommentieren, weil seine Schulter ist im Arsch, sonst meinte er, würde das Ding rocken. Zeig mal bitte in die Kamera. Ja, wo ist denn die Kamera? Da, ganz nah ran. Aber ich will auch drüber. In meiner 5-Minuten-Pause. Wo ist das? Du musst wieder rüber. Ja. Ich hab's festgehalten, damit die Story nicht weitergeht. Achso, in der Story. Ja.
Ich wollte so dran halten, easy. Ja, das war meins. Ihr müsst es einmal sehen. Da. Sieht man's? Ja, ja, ja. Lass la. Guck mal, hier, guckt euch das an. Ja. Warte, jetzt so Glück. Ja, das ist Kunst. Ey, mehr Kunst geht nicht. Er ist super. High Performance Art heißt es. Neu entwickelt von Walle. Ja. Aber während ich jetzt gerade wenig Stimme habe, Micha, was hast du jetzt die Tage gemacht? Ich saß in der Regie, habe die meiste Zeit geschwitzt und versucht zu atmen. Und saß auch ein paar Mal im Glaskasten und habe da irgendwelche Dinge wegmoderiert. Ja. Weißt du? Und dann war ich auch mal kurz bei dir bei der Bühne auch, hab mal gewunken. Echt? Mhm. Ich hab dich ignoriert, ne? Wie so ein Schwein. Du hast gesagt, hallo, wer bist du? Und du hast einfach ignoriert, dass du mich kennst. Ich hab dich geleugnet, also, noch schlimmer. Du hast mich geleugnet. Freunde. Hallo. Hey. Hallo. Ich hab dich einfach geleugnet, das ist das Schlimmste. Exakt, genau. Und dann hast du mir einen Kaugummi an den Kopf geschmissen, lachend. Hier. Hast du geblutet, Micha? Ja, geblutet, genau. Seitdem liege ich 3 Tage flach. Wer von euch kann mit Kaugummis so Blasen machen? Ich kann das. Wirklich? Okay, wow. Zufällig habe ich 500 Kaugummis dabei. Knacken, Alter. Na, stimmt. Alter, der fährt mit auf der Straße. Blasen und Kaugummis machen, habe ich ewig nicht gesehen. Aber kann man mit den Kaugummis Blasen machen? Ich dachte, das gibt es nur im Fernsehen. Ey, Mel, ja. Hast du den Chat gerade auf? Ja, warte. Kannst du den Chat, also... Ich möchte kurz aus dem Chat was sagen. Es ist kein Mobbing bei Walle. Der weiß das. Nein, kein Mobbing. Wie kommt ihr noch mal? Spinnt ihr? Das ist Liebe. Ich habe gestern gesagt, dass er mich sehr amüsiert und er hat gesagt, er freut sich, wenn er. Nee, also. Ja, wir lieben Walle. Jetzt muss ich euch mal was sagen. Kein Mobbing, das ist. Jetzt muss man aber auch mal was sagen. Und das könntest du auch bestätigen. Dann war das auch ein Witz von der Person. Wir haben wirklich so ein gutes Verhältnis alle untereinander, dass man sagen könnte, wir sind. Man muss doch lachen, wenn jemand hinfällt. Wir sind auch Kollegen. Wir sind auch Kollegen. Das ist crazy. Ich meine, nur weil er sich die Schulter ausgekugelt hat, ist doch egal. Ist halt witzig aus. Nee, ist kein Mobbing. Er ist halt Performance-Künstler. Ja, er hat ja auch gelacht. Ich habe vorhin aber auch gefragt, waren das Schmerzen oder war das Lachen? Und ich glaube, er musste selber sehr lachen, weil es einfach witzig ist, wenn man da abstürzt, weil man sich sehr dumm vorkommt. Ja, natürlich. Weil man nämlich von außen da dran steht und denkt sich, oh klar, ich hangel mich da lang. Und dann... Nein. So, wir brauchen einmal aus dem Chat folgende Hinweise. Erstens, wo kriegen wir Kaffee und Pfannkuchen oder so? Und wer will mitkommen? Bitte Schreibt gehen Sie. Mir. Und wer will mitkommen? Wer will in Köln mitkommen? Wir haben 2 Tests dabei. Das heißt, reicht aber für eine Person. Ich bin noch gut in Mathe. Aber ist es anstrengend in der Regie? Ah, es ist schon anstrengend, ja. Also es ist... Ich laufe die ganze Zeit hin und her und sammle irgendein Gameplay, aber ich muss sagen, es ist die relaxeste Gamescom, auf der ich je war in meinem ganzen Leben. Wirklich? Es ist schon die 6. Gamescom für mich und es war noch nie so gechillt. Das heißt aber auch, dass es für eine andere Person wahrscheinlich die stressigste ist. Ja, exakt. Fabian Käufer hasst mich. also normalerweise hätte ich die vorbereitet und diesmal haben wir gesagt, hey, Michael hat auch viel Besseres zu tun, das auch stimmt. Fabian und Max, ihr macht das. Und ja, jetzt bin ich eigentlich so ein Typ, ich bringe manchmal Kaffee ran und trinke so einen Y-Food-Drink oder was auch immer. Und ja, das ist... Ja, das ist genau das, was wir mögen. Exakt. Gestern ist mit der Kühlschrank umgekippt. Wirklich? Das waren so meine Highlights. Ja, ja. Der ist gekippt? Der Kühlschrank, der kleine Kühlschrank. Nein. Ja. Oh, das ist ja auch schön. Der Große auf der Bühne. Der Kleine da, der Kleine. Boah, ich hätte dich so... Oh, das habe ich gesehen. Ja, doch. Ich hab's auch. Ich hätte dich so gemobbt. Lass den Kühlschrank nicht aus, wenn der ist auch richtig so eine Plörre passiert und so? Nein. Ich habe alles wieder. Es sind nur die Flaschen sind rausgepurzelt, ich habe alles geäxt und dann bin ich das wieder reingeräumt. Ich lief gestern mit einem vollen Becher Kaffee über die Messe und dann kam so ein Typ an, irgendein Vertreter, hat mich auf die Schulter gehauen und so, Krori! Und dann ist der ganze Kaffee in so Slow-Mo komplett so rausgekommen. Apropos Kaffee, ja? Also entweder wir fahren nach Düsseldorf oder in die Südstadt. Ja, dann nehmen wir das noch. Wie, da ist Kaffee auf Google Maps markiert, oder was? Nee, das ist der Chat. Achso. Nur da gibt's Kaffee. Okay, Südstadt. Oh, hier ist Takumi. Okay, aber wir müssen jetzt präzise werden. Wenn wir in die Südstadt fahren, Leute, dann müsst ihr jetzt präzise Angaben machen. Wo genau holen wir uns einen Kaffee in der Südstadt? Genau, Klarnamen. Jetzt, Klarnamen raus. Ja. Wir fahren direkt. Es muss eine Empfehlung geben. Und das wird geratet. Und das machen wir, dann schreiben wir gemeinsam noch eine Google-Bewertung darüber. Machen wir. Ihr könnt über die Zukunft des Cafés bestimmen. Heute bringen wir Cafés nach oben oder nach unten. Eins von beiden. So. Ja, aber wie war das so für dich als Bühnenrampensau sozusagen, vor dem Publikum mit der Meute in dem direkten Kontakt? Das lässt mich kalt. Lässt dich völlig kalt, ne? Du hast ja auch Menschen eigentlich.
Das wäre echt. Das wäre. Was wäre das für ein. Das wäre richtig ein geiler Twist, wenn was du Menschen hassen würdest. Wirklich, was für ein Twist wäre das? Du eigentlich will er sie nur anschreien, du lächelst nur dabei, aber eigentlich willst du sie nur anschreien. Wie ist dieser. Die hier, die eine. Wehtun und alle lachen drüber. Dieser Schlager, kennt ihr noch Dieter Thomas Kuhn? Ja. Der hat Schlager aus Quatsch gemacht und war super erfolgreich. Und er mochte Schlager gar nicht. Ja, okay. Das wäre so diese Story, wäre das. Aber niemand mag Schlager, der Schlager macht. Die meisten wollen nur zum Pott mit Geld, der bei Dieter Thomas Heck unterm Deck liegt. Musik liegt in der Luft. Aber der größte Plot ist doch eigentlich, dass wir alle gar keine Videospiele spielen, oder? Ja, das wäre auch geil, aber das denken die Leute eh schon. Niemand ist gut bei uns, alle reden nur darüber. Ich gucke auch gar keine Serien eigentlich. Also ich lese mir vor der Bada Binge-Folge erstmal die Zusammenfassung auf Wikipedia. Ja. Und der Rest ist Fantasie. Nee, ich find's geil auf der Bühne, es macht mir immer Spaß. Und das fällt mir aber nicht so schwer, tatsächlich. Best, Melina, aber die besten Lina ist doch hier. Ja, eben. Sie ist gar nicht da. Gibt's schon eine Adresse oder so? Also Südstadt stand hier noch ein paar Mal. Luxemburger Straße 190. Das ist einfach random, habe ich jetzt gerade mal gelesen. Okay, haben wir noch ein Navi-Handy? Ja. Wir fahren jetzt einfach auf Empfehlung vom Chat. Luxemburger Straße. Einige Leute haben Bonner Straße geschrieben, sehr, sehr viele haben Bonner Straße. Aber einer, der Einzige, der uns mag, der hat gesagt, dass da eine Baustelle ist. Ah ja. Aha. Die wollen alle, dass wir da reinfahren mit dem Auto, weißt du? Ja. aufgespießt werden von diesen Stahl. Ja. Aber wie wir im letzten Video von Electric Cowboy gelernt haben, wenn Schaden passiert, GTÜ zahlt das. Ja. Ach geil. Okay. Hat David von Electric Cowboy erzählt. Jetzt schütte ich gar nicht mal so den Kaffee hier über die Armatur. Ups. Sorry, GTÜ. Oh, aber das ist nicht Südstadt, sagt jetzt jemand anders. Okay. Also, ich und jemand anders merkt an, überall in Köln sind Baustellen. Das ist eigentlich also egal. Okay. Also, ich fände es noch geiler, Chat, wenn ihr einfach sagt, Café Casselius, ja, zum Beispiel. Die sind gut. Oder hier, fahrt zu Cortina de Jesse. Oder das Impact Café. Oder Breakout Zone Bar. Oder, keine Ahnung, das Schnitzel groß. Ja, die haben manchmal einen ganz guten Kaffee, ne, wenn die eigentlich gar nicht drauf spezialisiert sind, aber ansonsten Schnitzel verkaufen. Ey, hast du irgendwo so eine Reißleine oder ihr alle natürlich, wo ihr sagt, okay, ich habe die Karte vom Restaurant gesehen und jetzt sind doch, also ab wie vielen Nationalitäten sagt ihr, no fans? Ab zwei schon. Ja. Natürlich schon, zwei. Oder? Zwei geht noch. Ja, okay, was würde das? Also wenn die Kinderkarte italienisch ist, das finde ich okay. Wenn die sagen, aber nur geschrieben mit italienisch. Ja, wenn die Spaghetti essen wollen, die Kinder. Thai-Vietnamesisch. Thai-Vietnamesisch, ja. Okay, aber pass auf, was du sagst. Ne? Ja, pass auf! Also das ist ja genau, also vielleicht ist jetzt ein Thailänder total offended, weil er sagt, das ist komplett was anderes, du Schwein. Ja, das mag sein, dass das was anderes ist, aber ich habe schon ein paar Läden, bei denen ich bestelle, ganz gerne, die beides anbieten und es ist beides fantastisch. Ich stelle mir das echt so vor, dass da einfach quasi aus deren Sicht ist es wie Italienisch und Deutsch oder so. Ja, würde ich auch vorsichtig sein, aber damit könnte ich noch eher auch klarkommen als irgendwie. Aber wenn es vielleicht, sagen wir mal, 30 Gerichte, die wären alle aus verschiedenen Nationen, dann wäre es wieder geil. Ja, dann wäre es ein Feature. Also wenn jemand quasi, dann wäre es ein Feature und der sagt quasi, ich koche dich um die Welt, du frisst dich um die Welt. Oh, das ist aber ein schöner Laden. Alter, ich will in den Laden gehen, oder? Ich koche dich um die Welt. Stellt euch vor, es gibt ein Restaurant, das bietet 30 Gerichte an und jedes Gericht kommt aus einem anderen Land. Ja, Alter, und du kriegst, und jedes Gericht kostet 5 Euro oder 3 Euro und ist aber nur so ein kleines Häufchen. Und dann isst du dich quasi in lauter kleinen Häppchen einmal um die Welt. Das ist gut. So. Es ist nicht ganz wieder so eine Million-Dollar-Idee. Ja, keiner macht es doch, macht hier. Ich habe das mal im Weltspiegel gesehen, da gab es Imbiss in Amerika, ich glaube in Philadelphia. Ja. Die haben alle paar Monate ihr Konzept geändert, also ihr Land. Ja. Und es war immer ein Land, das mit den USA in Konflikt stand. Und hast du zum Essen immer Infos bekommen, wo das herkam. Also du hast dann Essen aus dem Land bekommen und Infos, warum die sich streiten. Streiten? Aus Amerika, genau. Und ich schmeiße da Raketen an den Kopf. Sauer auf dich. Nimm diese Granate. Nee, möchte ich dazu nicht äußern. Ich wollte es nur erzählen. Mehr nicht. Das fand ich aber eine schöne Idee. Und die wechseln dann ja auch immer, weil dann gibt es das nicht parallel. Micha, vielleicht ist das doch besser. So, ich hätte lieber so kleine Häppchen. Afrikanisches Häppchen, spanisches Häppchen. Entschuldige, das ist richtig, dass du hier rechts hältst. Super. Ach, hast du was eingegeben? Ich habe was eingegeben. Was hast du eingegeben? Südstadt. Na, Evarista. Wir nehmen jetzt die Bonner Straße, weil die so oft genannt wurde. Und wir gehen das Risiko mit der Baustelle ein. Ja? Okay. Das sieht schön aus. Wie viele Kilometer sind es? Zwei Kilometer. Herzlich willkommen übrigens, Andi. Ich muss kurz mal anhalten. Ich habe ja einen Moderationsjob hier. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Krogis Talent Taxi. Die Zahl, die hier angezeigt wird, ist 9-11.
Wir haben 9-11-Zuschauer, das ist fantastisch. Wir haben also ein Emergency. Emergency, weißt du, wie wir das bekämpfen können? Mit den Tüten, die wir da hinten haben. Mit der Tüte. Wir haben ein Merch Emergency. Wir haben ein Merch Emergency. Ach, Merch Emergency. Hey, hey, hey. Nein, nein, weil es ist. Essen? Nein, es ist doch klar, wenn wir hier fahren und ihr sagt bereitwillig, ich hab Bock dabei zu sein, Teil der Crew, Teil des Teams, dann müssen wir auch gemeinsam. Du hast, dein Satz gibt keinen Sinn mehr. Jetzt. Du hast den Pfad verlassen, wo es hingehen. Nein, da müssen wir auch gemeinsam. Eins für dich. Gemeinsam was aus der Tüte auspacken. Du kriegst, soll ich aufmachen? Ja, das, pass auf, es gibt nämlich. Geht die Achso, wir sollen das gemeinsam machen. Ja. Es gibt super. Und jetzt ist da ein Tier drin oder was? Nein, ich hab jetzt Gesicht gehauen. Ich wollte mal reinschauen. Du hast hier kleine Katzen eingesperrt. Haben wir das? Hier ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren. Meinst du, den können wir nochmal zurückholen? Aber vielleicht geht's deinem Nacken jetzt wieder gut. Haben wir das auf Tape? Hat das jemand gesehen? Herr Krogi, möchtest du auch noch? Ja, ja, ja. Weil du hast ja schon, ich glaube, das hast du vorhin schon mal geöffnet. So, pass auf. Es gibt nämlich als Gast beim Krogis Talenttaxi gibt es einen wunderbaren Beutel. Mhm. Da steht Gütü drauf. Mhm. Das heißt. Das ist schon mal gut. Weißt du, was mich freuen würde? Was denn? So ein Stirnband Gütü zu haben. Ja, dann guckt mal rein. Könnt ihr jetzt aufmachen, könnt ihr jetzt gerne lüften. Und. Bei mir seid's drin. Und das ist zum Beispiel. Da ist zum Beispiel ein Stirnband. Ja, trag das jetzt. Nein, das macht mich jetzt für so kaputt. Ach so, ja, dann. Da ich keine habe. Aber da ist noch mehr drin. Ja, mehr Geschenke. Was denn? Crazy. Ja. Oh. Hier, so was haben wir da drin. Skill approved. So, jetzt pass auf. Jetzt wird's nämlich, jetzt wird's geil. Ja, das, jetzt wird's geil. Ich zeige. Das ist nämlich zum ersten Mal, dass es thematisch passt. Skill approved bei GTÜ. Alter, wie geil ist das denn? Und was ist da drin? Das ist ja nochmal eine Packung. Ja, jetzt wird's noch besser. Es wird noch besser. Mhm. Sind das einfach nur lauter Packungen in Packungen? Ja. Oh. Okay, das ist wirklich crazy. Nee, da ist wieder Prosecco. Da ist ja alles Mögliche drin. Ja, guck mal. Das ist ja eine Krimskramskiste. Bisschen Tee. Pack selber aus, pack selber aus. Ja, also hier habt ihr ein bisschen Teebeutel, kann man immer gebrauchen, wenn man heißes Wasser in der Tasche hat. Flinchen, das Knusperbrot. Super lecker. Ist der Hammer. Ja, noch mehr Tee, ein Schlückchen Kakao. Kakao ist doch vielleicht was für dich schon. Ey, ist super. Trinkst du Kakao? Ich kann mir einen Kaffee kippen, das schmeckt immer ganz geil. Ja. Und was ist das hier? Ist das noch die große Frage? Na, guck mal, jetzt kommt nämlich Frühstück, pass auf, mal auf. Mal auf. Und was ist das? Irgendwas, was auf jeden Fall klimaneutral ist und Müsli heißt. Müsli. Das ist doch Hammer. Müsli. Ah, du hast aber den Kirschkuchen vergessen. Ja, jetzt auch, aber ja, der Kirschkuchen, ein kleiner Kirschkuchen. Perfekt, das ist einfach ein Frühstück, Mann. Ja. Ein tragbares Frühstück. Und wenn wir jetzt Kaffee, wenn wir jetzt Kaffee hätten. Mega cool. Und natürlich hast du ja, aber Kraftstoff hast du auch, oder? Kraftstoff habe ich auch, ja. Ja, das stimmt. Auch schon ja. Geil, also freut mich sehr. Das ist eine geile Packung. Ja. Mega geile Packen. Also wenn du schon mal eine Milch willst, kannst du Survival-Kit. Ich habe ja noch ein, also mein kannst du da hinten reinpacken. Ja. So. Aber jetzt seid ihr schon mal, wisst ihr schon mal Bescheid. Leute, meine Stimme, das ist wirklich, ich wollte nur eben sagen, wir brauchen etwas, was uns jetzt schon verbindet auf der Fahrt. Und das war natürlich das Auspacken des Tüte. Das gemeinsame Geschenk, ne? Das gemeinsame Geschenk. Das ist toll. Wie findet ihr denn die hier? Wie so eine Oblate. Wie findet ihr denn hier die das Café? Ist doch geil. Das war unter dem Lüftung. Blooming Coffee, wollen wir da einfach reingehen und Treffkaffee trinken oder was? Ja, ist doch Hammer. Aber ignorierst du die Empfehlung des Chats? Hast du deinen Chat? Ich liebe meinen Chat. Gut. Ihr seid so nice. Er liebt euch wirklich. Ihr seid so nice. So, jetzt gibt's aber mal kurz noch Fragen in die hintere Runde. Was macht ihr so auf der Gamescom? Arbeiten. Ja. Okay. Ich habe bis jetzt relativ viel so nur für Social Media eigentlich gemacht, weil meine Formate heute erst laufen. Und zwar betreue ich heute Trailer Mania. Kommt auf jeden Fall vorbei, weil ihr habt die Chance, mitzumachen auf der Bühne. Wissen die Leute eigentlich, dass Mel eigentlich den ganzen Kino Plus Kanal rockt und Schröck sich nur reinsetzt und anfängt zu reden? Gute! Ja, genau. Das mache ich heute und deshalb kommt da auf jeden Fall vorbei. Und morgen findet ihr mich an der Ubisoft-Bühne, weil ich da nämlich für GTV auch noch ganz viel mache. Hm. Das ist direkt neben uns. Ne? Genau, direkt neben uns in der Halle 7. Halle 7 ist eh die geilste, oder? Habt ihr euch andere Hallen angeguckt? Findet ihr andere Hallen irgendwie geiler? Ja, 8 ist auch gut. 8 ist auch gut. Ich war in diesem in dieser Ramschhalle. Wo war das nochmal? Unser Merch. Ach, da, wo Gregors Buch ist. Ja, wo Gregors Buch steht. Ja, richtig. Das ist kein Ramsch. Das ist nein, Bildung. Das, das ist Bildung. Hey, das ist saugeil. Aber kurz noch eben. Bella, was machst du? Ich fahr morgen zurück. Also ich kann mal alles. Ich fahr morgen in Urlaub. Was mache ich heute?
Ja, ich gucke, dass das alles läuft in der Regie. Ich schau, dass Max nicht umkippt und so. Also ich bin ja nicht, ich habe jetzt kein einzelnes Format für mich, sondern ich betreue, dass die alle laufen. Ich gucke, dass die alle laufen. Das ist Hammer. Das ist Hammer. Und jetzt zum Gregors Buch. Ich habe es nicht gelesen, keine Ahnung. Es geht um Videospiele, aber ich weiß ja schon alles. A bis Z der Videospiele, muss ich mal drauf haben. Ich weiß nur, dass es sehr beliebt ist, tatsächlich. Also kommt gerne vorbei, wenn ihr da seid. Er hat sich extra so eine knarzende Lederjacke besorgt, damit er sich da hinsetzen kann und schriftstellerisch rüberkommt. Wirklich? So. Ja, ja. Wirklich? Er hat sich da genannt, damit er so in so einem breiten Sessel und so und empfängt euch da. Okay, weiter geradeaus. Kannst du hier so, ich bin sicher, links und dann nochmal rechts fahren? Links und nochmal rechts fahren. Links ist eine Sackgasse. Ach, du meinst da, die ist hier? Das ist geradeaus quasi? Ja, mach das mal. Okay, dann geht's weiter. Aber ich freue mich richtig für Gregor, dass sein Buch so gut ankommt. Das ist ja, warte mal, ist das nicht schon das zweite Buch? Ja. Weil beim ersten ist er nicht ultimativ reich geworden. Mhm. Er schreibt einfach das ABC nochmal und korrigiert sich selbst. Alles falsch, nochmal von vorne. So ein Buch würdest du schreiben. Leute, just a prank. Ich habe euch angelogen, sorry, aber hier ist das neue Buch. Kauft auch das. Ja. Nee, also das ist geil und ich freue mich auch schon. Er meinte auch, er könnte mir ein Belegexemplar geben. Da habe ich aber gesagt, Gregor, ich bin rich. Mhm. Ich habe 2 Tage bei Razer gearbeitet. Geld spielt in meinem Leben keine Rolle mehr. Und ich möchte ein Buch von dir kaufen. Hast du es gekauft oder was? Noch nicht. Du kannst auch bei einem Game-Talk sitzen. Kann ich jetzt ja auch schon. Die mache ich. Die Leute finden es okay, wenn ich im Game-Talk sitze. Die finden das super. Ja, aber warum? Weiß ich nicht, weil das einfach sympathisch ist, wenn jemand keine Ahnung, so thematisch in den Seilen hängt, aber dabei lacht. Thematisch in den Seilen, also wie Walle. Walle. Ja, wie Walle. Nein, also ganz ehrlich, wir gaukeln ja alle nur vor. Ne? Und Gregor ist einfach der Meister des Vorgaukelns, weswegen er jetzt auch diesen Buchdeal bekommen hat. Nein, mein Spaß. Er weiß wirklich sehr erschreckend viel, leider, muss ich sagen. Da sieht man immer sehr dumm aus neben ihm, deswegen hasse ich ihn. Nein, Gregor, also ich bin richtig froh, seitdem ich in der Redaktion bin, habe ich mit Gregor ja was zu tun. Und ich muss sagen, ich habe ja schon 7 Jahre bei Rocket Beans gearbeitet und mit Gregor bis dato nicht viel zu tun gehabt. Und muss sagen, Gregor ist ja der Geilste. Viele wussten das schon, aber Gregor ist der Geilste. Ich liebe ihn. Kannst du nicht bestätigen. Doch, ja, wie gesagt. Doch, wir vermerken. Er regelt mich an mit seinem Wissen, aber ansonsten. Ja, aber er mag auch so viel gute Musik wie Bon Jovi oder Roxette. Und Bryan Adams, ne? Ich ziehe eigentlich ehrlich gesagt damit auf, aber Roxette müssen wir jetzt ja außen vor lassen. Aber die anderen beiden sind auf jeden Fall verachtenswert. Ja. Ja, man kann ja nicht alles über Videospiele wissen und Musik. Also man kann ja nicht. Ich glaube, er weiß alles über Musik und hat sich trotzdem bewusst für Bon Jovi und Bryan Adams entschieden. Bewusst! Seine bewusste Entscheidung. Es war eine bewusste Entscheidung. Ey, aber was hörst du denn sonst gerne für Musik? Also jetzt ernsthaft, was hörst du denn gerade? Was war das Letzte, was du gerne gehört hast? Sugar, das letzte Album war ganz geil. Ja. Black Peaks, wenn ihr mal ein geiles Post-Rock-Album hören würdet, dann zieht euch die mal rein. Black Peaks? Ja, also ich höre nicht mehr so viel neue Musik, deswegen kann ich es echt an einer Hand abzählen. Bin ja auch schon alt. Ja, klar. Aber die letzten Jahre war nicht so, ja, das ist fast schon Carnival. Zieht euch mal Carnival rein. Die machen die Musik wie meine Band, nur in gut. Ah ja, aber deine Band lebt ja auch noch. Die gibt's auch noch, ja. Einmal im Jahr proben wir. bringen alle unsere Babys mit rein in die Probe und setzen den Helm auf. Guck mal, so macht man es eben nicht wie dir. Ja. So macht man es eben nicht. Man fährt bis zum Anfang des Hindernisses vor, blinkt und dann lässt man sich rein. Weil das einfach ein Kreisverschluss ist. Was hast du, Grogi, was sind deine Musiktipps, die nicht AC/DC, Metallica und also aus den letzten Jahren? Hast du da eine geile Band? Aus den letzten, ja. Oder aus den letzten 5 Jahren? Also, aus den letzten 5 Jahren. Ja, ich glaube, also Black Rebel Motorcycle Club finde ich immer stark. Finde ich stark. Das ist auch gut, geht als auch erdige Musik, ne? Geht auch in die Richtung. Ja. Okay. Greta von Fleet, auch hast du jetzt gerade reingebracht, Tipp von Bella. Greta von Fleet, Tipp von Bella, kannst du auf jeden Fall gut hören. Kennst du die? Nee. Klingt wie Led Zeppelin, wirklich. Ist das eine Band? Klingt wie eine Frau? Ja. Okay. Aber es ist wirklich Greta von Fleet, ja, okay. Habe ich auch, hast du mir das gezeigt? Weiß ich nicht, ich hatte Neuentdeckung und dann sind das irgendwie, weiß ich nicht, 120 Millionen Aufrufe. Ach, ja. Also, krass. Ja gut, aber ja. Ich hat's irgendwie nicht mitbekommen, danke. Ich glaube, ich habe so eine Spotify-Playlist mir mal gemacht, wo ich einfach, die ist schrecklich zum Hören. Mhm. Weil alles, was ich irgendwie interessant finde, gut finde, da ist auch Jean-Paul drin, so, weißt du? Weil ich das irgendwo mal aufgeschnappt habe und dachte, ja,
Ist eigentlich ganz geil, wenn du mal irgendwo notfallmäßig twerken musst. Also seid ihr auch so, mixt ihr auch die Playlist jetzt leaken nach dem Stream. Ja, ja. Ich mixe die Playlist immer, das war ja auch so. Also bei mir ist wirklich so Death Metal, dann Disco Track. Ja, dann, ja, das meine ich ja dann immer so. Genau. Ist so richtig eine geschmacklose Mischung. Ja. Und ich finde es geil, weil es ist dann jedes Mal wieder wie so eine Erfrischung, so, weißt du? Also wenn ich jetzt zu viel Death Metal im Stück höre, dann werde ich auch irgendwann schlecht gelaunt. Das kennen die Leute nicht von mir. Absolut. Aber hast du noch einen Tipp, eine Empfehlung? Ich höre gar nicht so viel neue Künstler. Also ich mache irgendwas, wenn ich mich irgendwie mal für irgendwas begeistert habe, dann bleibe ich so bei denen. Und aktuell höre ich das neue Rammstein-Album immer noch rauf und runter. Ach. Ja. Zick, zack. Aber ich bin ja bei Mel. Ich finde, Musik darf für mich auch nicht so. Heißt das neue Lied wirklich Dicke Titten? Ja, aber das mag ich gar nicht so gerne. Okay. Guck mal, wir müssen jetzt, glaube ich, hier rein, da, wo diese Ampel kommt. Den kleinen Schnöppi. Also, mein Schwiegervater hat mir das ganz begeistert erzählt. Michael! Aber tatsächlich höre ich. Haben Sie dir ein Altherrenlied geschrieben, ja? Ich höre tatsächlich wegen meinem Vater Rammstein. Es gibt diese wunderschöne Kindheitserinnerung, wie ich so mit ungefähr 6 Jahren auf dem Beifahrersitz vorne sitzen durfte, wohlgemerkt, mit 6. Ja. Fenster runtergekurbelt im Sommer und auf Kassette im Auto lief Rammstein. Und ich habe zu meinem Papa gesagt: Papa, ich möchte das Lied mit den Engeln nochmal hören. Ja. Ich sag's aber auch, Rammstein sind richtig, richtig dumm, aber die gehen so in, weißt du, die bewirken irgendwas. Das ist geil. Die haben so diesen, ich weiß es, ich hab's immer Marsh-Metal genannt, weißt du? Weil die haben so was Deutsches, richtig, also ich finde, das hört man raus und es ist immer dieses plumpe Gestampfe und das wirkt ein fettes Riff so und das funktioniert einfach immer live auch. Die blasen sich immer weg. Ich möchte dir ein Video von Marty Fischer ans Herz legen. Geradeaus oder rechts? Von Marty Fischer ans Herz legen, der macht immer, der analysiert Musik und baut es dann nach. Ja. Und der hat auch Rammstein analysiert und nachgebaut und das ist wirklich 1:1. Er hat wirklich, es klingt wirklich immer gleich, aber es ist gar nicht so einfach. Ja. Es ist gar nicht so einfach, wie man denkt, weil auch mit dem Synthi passiert da richtig viel, damit es sich so anhört wie Rammstein. Ja. Und natürlich, Till Lindemann ist ja auch ein lyrischer Profi. Exakt, also da ist schon was hinter, also der macht sich zumindest Gedanken. Ich glaube, er hat einen an der Waffel, so, das kann man deutlich sagen, aber er macht sich auf jeden Fall Gedanken, was er sagen will. So. Das weiß ich nicht, aber... Ich habe einige Künstler aber und ich mag, Künstlerinnen haben einen an der Waffel. Aber ich mag Waffeln tatsächlich. Ja. Also... Ich habe diese ganze Gamescom noch keine Waffel gegessen, was soll das eigentlich? Okay, pass auf, die volle Wahrheit ist, Zweiklassengesellschaft. Es ist so, ihr habt keine Waffeln gegessen, ich... habe Waffeln gegessen. Was, hast du heimlich Waffeln? Ja, und zwar war ich habe nämlich in dem Hotel gearbeitet. Der Trend geht, haben wir dich nicht gesehen, der Trend geht zum Vierjob. Nee, ich weiß nicht genau warum, keine Ahnung, aber ich war die ersten beiden Nächte in einem anderen Hotel. Tatsächlich, ich war im Mercure Hotel und habe da Waffeln gegessen. Tatsächlich. Du hast keine mitgebracht. War das so richtig protzig? War das so richtig vergoldet? Und nein! Groß? Und darauf habe ich mich ja eingestellt. So. Ich bin, als ich eingecheckt habe, da war ich einfach in einem Bademantel und hatte so eine fette Zigarre. Und ich war völlig open. Bist du schon angereist? So bin ich, angereist. Also, und ich drunter und der flattert dann so. Aber hey, da bin ich. Und fette Zigarre. Hey. Und der Name? Halt's Maul! Das musst du auch wissen. Genau so war es. Ja, und ich glaube, das war der Anlass, wo sie gedacht haben, nee, den geben wir so ein richtig schäbiges Zimmer. Ja, wir haben da noch so einen Abstellraum. Genau. Du die erste rechts. Okay. Oh, wir nähern uns dem heißesten Café Hamburgs. Settebello steht da. Aber jetzt auch nicht falsch verstehen, das war schon ein gutes Zimmer, aber es war jetzt, jetzige Hotel ist genauso gut. Easy. Ja, passt alles. Schon. Aber Waffeln hatten sie. Waffeln hatten sie. Die haben jetzt sogar stinkigen Käse. Früher hatten sie immer nur diesen 0,15 Gouda, den man irgendwann nicht mehr sehen kann. Aber jetzt haben sie diesen stinkigen. Hier, das da ist das, rechts, das da. Barista? Kaffee Barista. Okay, dann fahren wir mal weiter. Naja, ich kann ja nicht direkt da parken halt. Ich guck mal, was es hier noch so gibt. Das sah gut aus. Zum Goldenen Horn. Das sah sehr gut aus, ich brauche ein Wasser. Die Apotheke heißt zum Goldenen Horn. Was soll das denn bedeuten? Ey, Micha, wenn du mit deiner Band ein Feature machen könntest, ja, was auch ein Feature machen könntest, mit einem Künstler deiner Wahl, egal welches Genre, egal was. Der bei uns mitspielt oder mit dem wir zusammen auftreten oder also nee, was? Zusammen einen Track macht. Zusammen einen Track. Also egal wer es ist. Ihr wirklich Scooter. Das ging schnell. Ist guter, weil es einfach unglaublich komisch wäre, weil wir bemühen uns ja, super schlau und deep und traurig zu klingen. Wenn dann dieser Idiot mit seinem Megafon reinkommen würde und sagt,
Und das wäre tatsächlich extrem witzig. Das sah gut aus. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der nicht so gut spontan ist. Und dass er alles durchgetaktet wahrscheinlich seit Jahren. Ja, ich habe ihn macht in der genau das. Der würde nicht improvisieren oder sonst was. Der hasst Metal. Ich habe ihn in einer Hamburger Kneipe getroffen letztens. Ich finde es gerade so schön hier. Kannst du noch eine fahren, bitte? Wirklich? Ja, bitte. Das ist gerade schön. Okay. Sehr beruhigend. Habt ihr das registriert? Ich habe Scooter in einer Kneipe getroffen. Auf dem Hamburger Berg, vor 2 Jahren ungefähr, also oder 3 Jahren, wahrscheinlich schon länger, wahrscheinlich schon 5 Jahre her. Ja. War es ein Scooter oder normaler? Es war Scooter mit seiner Crew, 2 andere Leute noch, und die haben sich einfach da hingesetzt auf so einen Hocker, in so eine typische Hamburger Berg-stinkige Kneipe, und haben sich zugeschüttet. Was? Haben nichts gesagt, kaum was geredet und einfach nur... Ja, aber das ist doch mega sympathisch. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann, als wir uns auch zugeschüttet hatten, dazu gesetzt. Sag mal, Farin! Ja, dann haben wir uns über Metal unterhalten und so ein Kram. Und der hört Metallica und so ein Shit, also der ist eigentlich auch auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Ach was. Ja. Ja, aber mit Electric Cowboy wollte er keine Koop machen. Deswegen hast du ihn jetzt. Nee, das ist ein netter Typ. Aber Scooter mit Spiele mit Schmerz wäre auch geil. Ah, ja. Das wäre geil. Ey, aber mit so. Das wäre wirklich gut. Aber er ist einer der Strafen. Verstehst du? Also er spielt nicht mehr. Sondern er hat ein Megafon. Ja, das stimmt. Und er kann immer so schön den Leuten ins Ohr brüllen. Das ist geil. Habt ihr noch irgendwelche anderen Musiker, Musikerinnen mal so privat irgendwo getroffen? Noch andere so gute Storys? Privat? Ja, den Schlagzeuger von Mr. Cracker. Oh. ja. Privat getroffen. Ja, aber so random so halt, ja. Also zum Beispiel, mein Elternhaus steht gar nicht so weit weg von dem Haus von Helge Schneider. Ach. Oh, wie cool. Ja, in Mülheim oder was? Ja, cool. Genau, in Mülheim. Und der hat nämlich ein altes so Restaurant. Der hat ein altes Restaurant gekauft, in dem haben meine Großeltern Silberhochzeit gefeiert. Also ich war mal in dem Garten spielen auf der Schaukel, in dem, wo jetzt Helge Schneider wohnt. Nice ist das denn, ey? Nein, das ist ja der Hammer. Ja. Also, da wäre ich nicht neidisch. Ich würde tatsächlich an seinem Zaum lungern. Das ist ja winken. Das ist ja echt nur geil. Leute, das ja klar. Ja, wir gehen alle raus. Ja, klar. GTÜ muss ja auch mal. Also ganz ehrlich, ihr seid Mobilitätspartner. Ich weiß, HO und AU. Aber da heißt ja auch, dass die Menschen sich auch mal ein bisschen tunen dürfen. Und wir brauchen Kaffee. Also kommt aber alle mit. Aber keiner jetzt ein Stimmband mehr auf, Mel, Micha. Das ist. Ja, ich auch. Ich hab, da muss mein Portemonnaie, ich bin reich. Ich hab auch einen. Super gut, okay, dann gehen wir jetzt raus. Hammer. Hier riecht's mega nach, wie heißt das? Rührei. Es riecht nach Rührei hier. Hauptsache eine. Ey, guck mal, das ist heute ein geiler Gamescom-Tag, oder? Ja, es ist nice, die Sonne ist auch weg. Ja, es sind keine 35 Grad. Die Sonne ist endlich weg. Und nicht in der Halle. Guck mal, ich zeig mal, wie wir alle ausschauen. Das ist unsere Gang, vorneweg, Bella. Dann Reinkor, Mel. Hier, Bella. Reinkor, nochmal von da, Bella, Mel, Reinkor und ich. Leute, wir haben 1181 Leute, die sich erfreuen und wir sind Kojoten. Wir holen jetzt schön Kaffee für alle. Bella hat die Drehgenehmigung gleich für den Bäcker natürlich eingeholt vorher. Ja. Ja. Gut, kannst du mir das Handy direkt ins Gesicht halten. Das machen wir. Leute, heute. Der sieht eigentlich ganz gut aus, ja. Darf ich dich. Ey, warte mal. Darf ich dich filmen? Okay, pass auf, ist ja nur Hammer. Ey, Leute. Das ist ja herrlich. Guck mal, wer bist du? Ich bin der Severin. Hi. Severin. Hi. Und? Hast du gerade zugeguckt? Ja, klar. Alter, ich weiß es. Das ist ja nur geil. Severin ist hier. Kölner Junge. Und, oder nicht? Klar, hier. Was ist das? Das ist der Ubierring. Ubierring? Die Haltestelle hier vorne. Alter, ne? Ey, du bist ein Köln-Ultra. Tja, ne? Ey, gehen wir hier was trinken oder was? Geh dir doch mal einen Kaffee trinken. Kennst du die? Nee, kenn ich leider nicht. Leider nicht. Aber hier vorne ist ein super Kaffee. Kann ich schnell. Ja, dann gehen wir zum super Kaffee. Das ist ja nur Hammer, Leute. Geiler Typ wird dir gerade geschrieben. Ja, selber. Selber. Perfekt. Ja. Also den hier nicht, sagst du. Nee, der ist so. Nee. Aber da, ich sehe es ernst. Genau. Der ist mir ernst. Zu. Das müssen wir hier über den Zebrastreifen, oder? Wir müssen uns direkt im Straßenverkehr verhalten. Micha, was ist hier los? Das könnte doch ein Simulant sein, oder? Ein Simulant? Hey, die drehen doch. Mein Eintritt. Ja, mega cool. Mein Eintritt in die Medienwelt, meine Bewerbung. Na klar. Ich find's Hammer. Oder doch nicht. Er vertritt jetzt die Community, Vorbildfunktion. Ja, da soll mal einer was sagen.
Die Community ist hier Premium 1A. Ey, super. Richtig geil. Ich hätte noch nicht gedacht, bei 1000 Zuschauern ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so groß, ja, dass jetzt hier einer um die Ecke ist. Weißt du? Also das ist ja auch ein bisschen. Willst du damit sagen, mein Kanal ist klein? Ja, ja. Publich. Ich dachte, die wohnen alle in Quakenhausen, wo du herkommst. Quakenstein. Also Severin, ja? Ja. Krogmann. Krogmann. Ja, Krogmann. Schön. Ich soll eine Frage ja, frag mal ja? Einmal ganz kurz, ob wir nur rein können. Wir müssen einmal kurz abklären, ob wir auch reingehen können mit der Kamera. Weil, willst du gleich ein GTÖ-Sternband haben? Geil, hast du da jetzt dabei? Ja, in deinem Auto. Halt. Ne? Ja, klar. Hast du mit. Ich habe für dich auch so einen wunderbaren, hier, magst du Kakao? Wenn es sein muss, trinke ich auch Kakao. Ja, das ist Jod-Truppe, was heißt das? Kroge, ist das eine Jod-Truppe? Was heißt das? Eine gute Truppe. Eine gute Truppe, Leute. Ja, ja. Ja. Komm mal, wir klären das gerade. Wir klären es gerade. Ach, klar. So, Bella macht das. Bella regelt das. Die Frage, man muss halt vorher fragen, sonst gibt es hinterher Probleme. Und es ist auch nicht unangenehm. Du musst dir vorstellen, jetzt hast du hier den Laden ja mit 1200 Leuten relativ schnell voll. Weißt du? Passen da nicht rein. Aber es wird schon gelächelt. Oder, ich weiß nicht, aber was machst du beruflich? Ich bin beim Film. Beim Film? Film, was ja. machst du beim Film? Ich bin ein Set-Requisiteur. Ach, geil. Hast du heute frei oder später? Ja, ich muss später irgendwie noch vorbereiten. Oder machst du blau heute? Blau im Stream. Bandscheibenvorfall, ich kann eh nicht. Hast du wirklich? Ja. Scheiße, Mann. Ja. Welches Bein tut weh? Linke, ich hatte es rechts. Ja. Aber auch hier unten. Ne? Ja. Severin hat einen Bandscheibenvorfall. Daumen hoch. Ja, ja, das ist rein. Ich glaube, der Fetter kommt gleich raus. Ja. Also, Severin ist beim Film als Set-Requisiteur. Echt? Nice. Hast du irgendwelche repräsentativen Filme, die wir kennen? Befeuert, bestückt? Ich hätte jetzt mal gesagt, ein Tatort. Ja, das kennen wir. Geil, welchen Tatort? Dortmund und Köln war es. Dortmund und Köln. Ich guck Tatort nicht, aber. Und letztens noch Cobra 11. Cobra 11. Alter, machst du die Explosion? Nee. Cobra 11. Also, wir dürfen rein, wir dürfen filmen. Sie hat mir alles erlaubt. Ey, wir wollten immer mal einen Gastauftritt in Gruppe 11 haben, oder? Ey, können wir mitmachen? Die Micha Brown Gruppe 11 waren. Wir brauchen so eine Story. Wir brauchen so eine Story wie: Da ist ein Outfit unter Ort. Nee, warte nochmal. Wir sind einfach zwei Raser, die nie aufhören zu rasen und wir werden gejagt und dann explodieren. Ja, aber wir haben einen Dialog. Du sagst: Lass uns rasen. Lass uns schneller fahren. Und ich sage: Ich habe TNT dabei. Okay, dann gehen wir jetzt rein. Am besten ist, wenn die Leute vielleicht wieder draußen sind, weil die wir die dann ja nicht filmen. Achso, gerade war es so schön leer. Achso, ihr wollt euch hinsetzen? Ja? Okay, ja dann. Ja klar, ich dachte, wir to go. Gut, ich dachte, wir kurz. Machen hier schön to go auch so. Ja, aber wir können es auch kurz hinsetzen, okay, wenn wir bestellen. Okay, das ist okay, das dürfen wir. Und der eine Barista möchte nicht gefunden. Kurz zum Bestellen rein. To go machen wir das, aber kurz zum Bestellen hier einmal. Komm, kurz hinsetzen. Kurz hier in die Ecke. Ah ja, hier sind Tische aus Stahl. Ja, kommt ihr alle. Kommt alle rum. Ja. Ja, komm da rum. Passt schon. Ich bin doch dann später dann ständig da. Ja, ja. Ja, du musst dahin. Hm, was? Du musst kurz dahin. Oder mehr. So. Das weiße T-Shirt nicht vor der weißen Wand. Also ich muss es nochmal kurz Revue passieren lassen, was hier passiert. Bella. Das Auto mit der Schrift. Renke. Severin und ich. Wir sind Kojoten. Sind wir Kojoten? Ja. So. Weil wir wild sind. Wir sind nicht im besten Film der Welt. Kennst du nicht Kojote, Agni? Ich bin dann noch immer auf dem Gruppe 11 Trip, muss ich sagen. Okay, ja, dann schieß los. Da bist du zu sehen übrigens. Also schieß los. Was findest du? Also kannst du uns einen Ring bei Gruppe 11? Wenn die wieder was drehen, ja. Wie, drehen die da? Nee, die machen ja so noch so einzelne Sachen. Keine Serien mehr, nur Filme. Kinofilme. TV-Filme. Aber du arbeitest für Alarm für Gruppe 11? Ich bin schon Freelancer mehr oder weniger. Wenn aber staunt, lass mich anstellen. Geil! Wir drehen von bei uns bei Rocket Beans also einfach nur die Szene im Auto, weißt du, und die Dialoge sitzen. Ja. Sie müssen nur irgendein fahrendes Auto filmen, was ja in die Luft bringt. Ja. Aber ich will eine Szene, wo wir mit so auf den Schultern so TNT haben, ganz viel. Exakt, ja. Und da steht TNT drauf. Das ist selbst Attentäter-Style. Und dann halte ich das an den Auspuff, um damit das Auto anzutreiben. Okay. Verstecken ist immer hinten rein. Kofferraum aushalten. Habt ihr euch schon was ausgesucht? Ich
guck mal, ganz kurz. Dann tut ja auch was raus. Eine Frage, Kaffee. Kann man mit Kaffee zahlen bei euch? Ja, und ich habe Geld ohne Ende. Dann ist Geld raus. Ja. Ich weiß es schon. Ja. Such dir was aus, ich lade dich ein. Oh, das ist aber gut. Ich. Was nimmst du mir hier? Ich lade dich ein. Käffchen, ne? Nee, such dir was aus. Kaffee. Haben wir auch Kaffee hier? Ja. Ja. Mit dem Eiskaffee. Das ist einer von diesen Läden, wo man nicht einfach Kaffee sagt. Nee, ja, Eiskaffee gibt es auch. Ja, Eisbrew. Also alles zum Mitnehmen, ne? Ja, hast du ja. Ja, alles zum Mitnehmen. Großen Cappuccino. Alles zum Mitnehmen. Ja, Tonic. Also, was nimmst du? Ich nehme großer Cappuccino. Ich nehme klein. Okay. Cappuccino, Cappuccino. Dann nehme ich einen Cappuccini. Cappuccini. Ja, war stark. Ja, wir waren jetzt auch. Stimmt, wir sind ja noch live. Wir sind ja auch noch live, ja. Wo ist einfach weggegangen? Nee, komm, ich will dazu. Ey. So, ich find's aber geil. Aber wo wohnst du denn jetzt? Ich wohne hier vorne direkt. Ach, deswegen hast du jetzt hingelotst, weil du sagst, halt, da bist du um die Ecke. Dann kann ich direkt catchen. Hey, why not? Find ich mega sympathisch. Kannst du jetzt schon abstreiten? Kriegst du Rabatt oder sowas? Kenn ich die hier noch nicht. Okay. Freund von mir kommt immer hier so, Kaffee trinken. Ey, aber ich hab eine Maschine, aber okay. Bist du denn hier geboren? Also original Köln. Ich bin Kölsch Jung. Und wie ist Karneval als Einheimischer? Schön. Ja. Das ist ja nicht nur Saufen. Wie lange? Das ist ja nicht nur. Doch, es ist niemand hat jemand was anderes erzählt. Es ist nicht nur Saufen und Geschlechtskrankheiten. Ja, es ist Brauchtum. Das Geschlechtskrankheit. Ja, 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 von Brauchtum. Ja. Es ist seit gestern, vorgestern, das neue Dreigestirn präsentiert worden. Was heißt jetzt das genau? Dieses Jahr. Das sind die Besitzer von Karneval. Ja, die Repräsentanten, ne? die passen auf uns auf im Kölner Karneval. Das da. Alles schön. Okay. So läuft es. So, die sind die Patronen. Ja, die Patronen. Die sind ja die Oberhäupter quasi. Ne? Also die sagen, am Kölner Karneval, der Prinz ist ja das oberste Haupt im Kölner Karneval. Das ist ja Hammer. Ja, oder? Kommst du denn gleich noch mit auf die Fahrt eigentlich? Oder? Weiß ich nicht. Kann ich machen. Du musst halt einen Test machen vorher. Das kann ich ja gerne machen. Okay. Ja, ich habe extra einen Test eingepackt für dich. Ich wusste, dass du kommst. Ja, klar. Steht selber drin. Ja. Echt, es gibt, kennst du, wir haben in der Bäckerei so Maschinen, die heißt auch Silber. Ja, ich bin da führender Markthersteller, auch für Elektrogrills. Ganz großes Business. Hast du noch eine Frage an Elektrogrills? Elektrogrills? Ja. Hast du auch Elektrogrills? Ich habe auch Elektrogrill. Ach geil, so richtig diese großen, die so ein halber Computer sind im Garten stehen, oder? Nee, ich habe keinen Strom im Garten. Ah, okay. Also ist ein Elektrogrill drin, oder was? Ja, für die Terrasse. Ey, pass auf, hier gibt es eine Korrektur von Valomat. Valomat schreibt, kommen wir auch aus Köln. Karneval ist nichts anderes als Saufen und Rumhuren. Saufen und Rumhuren. Kann man das so runterdampfen? Das würde ich jetzt. Da gehen die Geschmäcker halt. Das gilt auch für die Gamescom. Ja. Ja. Jedes Event. Nee, da gibt es einmal Tropic, einmal Minze und einmal Wassermelone. Da haben wir mehr anzubieten. Lecker. Sag ich die ganze Zeit. Ach so, ich habe ein Problem. Und zwar, Michael Renke, sage ich euch auch mal, der hat mich heute spontanerweise in eine Sendung gesteckt, von der ich eigentlich keine Ahnung habe. Und zwar treffe ich mich heute mit einem Entwickler, glaube ich, von Street Fighter 6, korrekt? Exakt, genau. Und da Michael Renke saugut Street Fighter spielen kann und ich als auch schlechter Street Fighter bin, hat er sich gedacht, es wäre witziger, wenn man mal jemand reinstecken würde, der gar keine Ahnung von dem Spiel hat. Genau. Jetzt die Frage, Chat. Könnt ihr mir im Discord auf Englisch schon, im perfekten Englisch, schon Fragen hinstellen, die ich dann einfach weitergeben kann? Ey, mach das einfach so. Genau, die Community so Fragen stellen, das ist sowieso eine gute Idee, weil ich check das auch noch nicht so richtig, was sie da machen müssen, wie bei der 6. Und das ist total kompliziert und die können bestimmt gute Fragen raus. Und die sollen mir, den Master-Cheat-Code geben, der Entwickler. Ja. Mit dem auch online funktioniert. Der auch online funktioniert. Mit dem ich dann super rich werde, weil ich E-Sport-Pro Street Fighter 6 werde. Ja, stimmt, für die Durchgangskombo, die nie aufhört. Ja, das wäre gut. Krogi klingt echt wie ein 70-jähriger Raucher. Ja, die würde profitieren. Ja, ich weiß nicht, also das ist auf jeden Fall der Plan. Um 16.30 Uhr, glaube ich, ist es. Oder 16.45 Uhr. Ah, weiß ich gar nicht auswendig, aber es wird geil. Ich glaube, 16.30 Uhr, ich mache das auch gerne, ist kein Problem. Nur ich habe wirklich gar keinen Plan von Street Fighter so richtig. Das letzte Street Fighter war Street Fighter 2 Turbo und da habe ich einen Mercedes verprügelt.
Das waren die Minigames. Gab's doch was? Das war super, genau. Kannst du dein Auto zertreten und so? Gibt's das noch? Das kannst du ja direkt fragen. Das würde ihn freuen. Das ist für ihn bestimmt das wichtigste Feature. Yes, yes. But quit talking about characters. Let's stick to the main part. Ja. What about Mercedes? Ja. Is the vehicle in the game? Ja. Also was ich ganz gut finde, ist, es gibt da so einen neuen Balken. Ja? Und dieser neue Balken steht quasi für so eine Art, wie sagt man, innere Energie. Deine Krogi-Power sozusagen. Ja. Und wenn du aufgebraucht ist, dann kannst du keine Kombos mehr machen und so weiter. Du musst genau gucken, wie lange du deine Spezialattacken machst. Sonst bist du nur noch so ein Schluffi, der im Ring hängt und quasi nur noch Backpfeifen kriegst. Das ist dann gegen Button-Mashing wahrscheinlich. Exakt. So. Und ja, und du musst halt genau gucken, wie du aushaltest mit deinen Special-Moves sozusagen. Und dann bist du doch Energiehaushalter Nummer 1. So. Meine Damen und Herren, ich kann mit Energie umgehen, gehört von diesem Mann. Also das könnte passen, so, ne? Könnte dein Spiel sein. Selbstverständlich. Aber ganz kurz, du hast Bandscheibe. Ich wollte das nicht versäumen eben, dir nochmal zu sagen, erstmal gute Besserung. Ja, danke. Ich fühle das richtig, weil ich hatte letztes Jahr das auch, und bei mir war es das rechte Bein, das richtig kaputt wurde und unangenehm. Du kannst ja mittlerweile schon wieder ganz gut gehen. Du hast schon mal schlimmer wahrscheinlich, oder? Ja, vorletzte Woche war noch ganz schlimm. Heute Morgen hatte ich endlich wieder Physio. Ja, geil. Ja. Physio, das sind Helden. Ja. Helden. Ich hab nochmal Kuchen geholt. Was ist das denn jetzt? Pistazie. Pistazie und Nuss sehe ich doch so. Das ist safe Pistazie. Das ist Nuss, safe Pistazie. Das ist anscheinend Mohn. Ich dachte, das wäre Nuss. Und das war Pistazie. Pistazie. Ja. Also auf jeden Fall so, das ist wie so ein Stück, was einem die Oma abschneidet. Ne? So, ja. Du bist schon dünn, du musst doch. Aber ist es schon noch eins, oder? Das ist nicht ja. Wir nehmen den Rest halt mit. Aber teilen wir uns alles, oder? Ja klar, das ist nicht für mich. Nur. Ja, dann nimm mal Mohn. Macht Mohn nicht den Gutschein? Nee. Spielt das bei dir noch eine Rolle? Radrennfahren. Das ist ja mega. Das würde ich gerne zitieren. Ja, Zitat Miller. Spielt das noch eine Rolle? Hast du dich schon mal angeguckt? Super. Sehr gut. Feiermorgen. Hey, so. Feiermorgen, schönen Urlaub. Ah, herrlich. Lasst euch schmecken. Nussleberin. Ja, natürlich. Ich freue mich, dass ihr im Stream seid, Leute. 1200 Leute, das ist schon ganz gut. Severin, also gute Besserung und hast du irgendwie, wie lange Bandscheiben vertragen? Danke. Wann hat es dein MRT gebraucht? Ist auch schon 2 Monate, 3 Monate. Ja, glaub mir, in 2 Monaten kannst du wieder alles machen. Ja, ich habe Montag habe ich ein Gespräch mit Spitze. Spitze. Ich fühl sofort die Probleme. Ja. Psychosomatisch ist da gar nichts. Nee, das ist Spiel. Ja, aber wenn es dann irgendwie wieder geht, ne? Aber ist der Lappen schon ein bisschen rausgekommen bei dir? Oder? Ist schon. Wahrscheinlich schon. Aber hast du noch. Ist noch Verbindung da? Ja, das ist ja. Also, das schon geht schon. Mittlerweile ist es schon entspannter geworden. Ja, ja also. Geil, wir brauchen noch einige Abend. So, wie schmeckt der Mohnkuchen? Ja, ist Hammer. Ich fühle mich schon viel. Dämoniger, viel potenter. Hier, nimm du mal eine Gabel. Probier mal. Nimm mal eine Gabel. Dämonigen? Komm, nehmen wir mal den Mohnigen. Ich hab eine Gabel. Kriegen wir bestimmt noch. Ja. Wie schmeckt das? Mohnig. Mohne. Ja, aber mit Zitrone. Also ist ganz gut. Ich war gestern auf einer Party, auf so einer Gänseparty. Mhm. Wir waren zum Essen hin, weil ich gehört habe, bestes Essen von allen Partys. So. Ich bin da wirklich zum Essen hin. Halbe Stunde rein. Ich habe 5 Würstchen. 2 Sandwiches, 1 Burger und noch irgendwas. Ja. Und dann bin ich im Fresskoma direkt hier nach Hause gelaufen. So. Und schon ein Auto genommen. Aber deswegen kann ich nicht so viel essen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Und das ist die Cappuccino? Ich glaube. Nee. Ich hatte den großen bestellt. Nee, das ist super. Nee, so, es gab unterschiedliche Größen. Ich habe einfach 3 Stück bestellt. Okay. Okay. Ja, aber du hast ja kleine, noch den. Ja, schon nicht klein. Mit dem Herzchen. Aber was ist das hier? Das ist ein Phoenix. Das ist doch nicht hier Horizon Zero Dawn. So ein Gaming Coffee. So ein Gaming Coffee. Hast du heute Termine, Micha? Dass du irgendwas anguckst? Bestimmt, ey. Keine Ahnung. Du musst gleich mal auf den Zettel gucken. Ich wollte heute unbedingt noch. Ninja Parkour, ich wollte heute unbedingt noch zu. Ich weiß gar nicht, ob ich den Stand verraten darf, aber ich wollte mir Gothic angucken. Ja, mach das mal. Ja. Mach das mal. Da ist, wie gesagt, Kai Rosenkranz persönlich sitzt in so einem kleinen Kabuff. Hier der Musikmacher. Ja, Hammer. In allen Teilen. Und erzählt ja alles. Alles, was du fragst, jetzt sind alles frei raus. Ich hätte noch viel mehr Infos rausmelden können. Es wurde mir erst gegen Ende klar, dass sie alles beantworten und nie sagen, darf ich nicht.
Das ist voll crazy. Da habe ich dann die Exklusivnummer rausgehauen, aber ich glaube, die würde dann alles nicht sehen. Das ist schon online, das Video, ne? Von dem Talk. Ja. Auf dem Rocket Beans Gaming Channel wahrscheinlich zu finden. Mhm. Ja. Wie heißt das Video? Aber jetzt schon bei mir. Gothic 1 Remake, doch nicht scheiße? Fragezeichen. Ich glaube, wieder einer dieser reißerischen Titel. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video mal angucken könntet. Oh. Ja, danke. Asmel, hallo. Genau, haben wir denn jetzt alles? Ja. Wollen wir denn, ja, lass doch eben den Kuchen noch einmal hier probieren. Den Kuchen hier auch. Einmal hier so ein bisschen. Lass mich kurz die Tafel auslaufen. Haben wir jetzt noch eine Garnel extra eigentlich? Der schmeckt ganz geil. Nee, das doch eben sehr. Einen Kuchen müssen wir einpacken, ne? Kriegen wir nicht weg. Dann kriegen wir das, ey, wenn wir jetzt, in der Hand. Wenn wir jetzt alle spachteln. Noch. Willst du auch nochmal? Ja, natürlich, ich arbeite gerade. Achso, achso. Ich kläre gerade, ob du jetzt Samstag oder Freitag darfst. Es wird gerade gearbeitet, Leute. Kuchen zum Frühstück. Ja, also ich wurde gerade gebeten, das schnell zu klären. Deswegen wollte ich das jetzt machen. Wir können auch gehen, dann kläre ich es erst später. Nee, lass uns Termine später klären. Aber es geht darum, dass Krogi vielleicht gleich bei Trailer Mania auf der Bühne sitzt. Aber ihr könnt das gar nicht alles klären, weil ich das mit Christopher noch sprechen muss. Das ist ganz schwierig. Lass uns das gleich machen. Es tut mir leid. Was ist denn das da bei Trailer Mania? Was muss man da wissen? Ganz hinterrücksend. Man muss sich mit Videospielverfilmungen auskennen und gegen Colin antreten. Meinst du, du bist besser als Colin? Normalerweise können wir als eine Frage hätte ich. Könnten wir als Brüder dabei sein? Könnten wir als eine Person dabei sein? Nee, weil es muss ja noch jemand aus der Community mitmachen. Nein, also ihr seid im Team mit einem Community-Mitglied. Okay, nein, wir zählen aber als eine Person. Verstehst du, was ich meine? Dann braucht ihr so einen großen Mantel. Mhm. So viel Platz haben wir nicht auf der Bühne. Ich höre immer nur Probleme. Immer nur nein. Ja, immer nur nein. Aber wir würden noch zu zweit versagen, ja. Aber würdest du 14 bis 15 Minuten? Denk mal drüber nach. Also wie viele Videospielfilme gibt es? 20 oder so? Wenn man die also kennt, in, dann haben wir also in dem Trailer was? Sind 30 auf jeden Fall. Aber mehr, das sind ja dann auch alle. Das heißt, wenn ich jetzt google Videospielverfilmung, habe ich sie alle drauf. Was wird da gefragt? Sonic oder Pac-Man wird gefragt. Nee, welcher Regisseur und so, eine Detailgeschichte? Nee, du kriegst den Trailer gezeigt. Hast du nicht Trailer Mania geguckt? Also ich bin gerade ein bisschen offended, dass Micha noch nie Trailer Mania geguckt hat. Das ist ja nicht mein Format. Er denkt doch, er arbeitet bei Bonjour. Es ist ein Supercut, bestehend aus 30 Filmen und du musst diese 30 Filme erkennen, die zusammengeschnitten wurden. Ja, das habe ich schon verstanden, aber nur erkennen, alles klar. Aber schon so mit dem richtigen Namen, also es wäre jetzt ein anderes Beispiel, es wird nicht Terminator reichen, das müsste schon Terminator 2 oder wenn es noch einen zweiten Titel gibt. Okay, verstehe. Das ist aber allein bei den Resi-Filmen schon richtig krass. Ja. Den Resi 1 bis 1000, da die Pöbels aus. Aber du hast ja noch ein Community-Mitglied. Also selbst wenn du unfähig bist, dann gibt es ja noch jemanden aus der Community, der also pass auf. Ah, okay. Eine Frage hätte ich doch noch dazu. Ja. Diese um 16:30, das wäre ja davor, richtig? Ja, das ist 14 bis 15. Und es geht darum, Umlauf mit Falle, richtig? Ja. Mhm. Vielleicht braucht er ja heute, ich glaube, das morgen. Das wäre natürlich dann eh gut zu wissen, hast du vollkommen recht. Das meine ich, das wollte ich. Ja. Aber das kann ich auch im Auto machen. Wisst ihr, ich mag einfach nur nicht, wenn nicht alle Leute ausgelassen sind. Ist es Ausgelassenheit da? Ist es Ausgelassenheit da? Super ausgelassen. Du schwitzt wie die Sau. Mir ist ja auch warm. Ja, dann lass uns gleich weitergehen. Ich kann mir den auch in die Tasche stecken. Ist ja nicht cremig. In den Kaffee rein. Na gut, okay, also. Eben schnell futtern. Ich nehme auch noch ein bisschen machen. Das schmeckt ja richtig gut. Mhm. Dann fahren wir mit dem Auto, bevor wir da hinten sind. Was wollen wir denn sehen? Was wollen wir denn machen? Das ist ja eigentlich ganz geil. Du machst einen schönen Testlight und dann machen wir Zeit ziehen. Aber hier nur im Viertel. Ja, nur im Viertel. Oder? Ja. Muss alles sein, was du sagst, was guckenswert ist. Gucken wir. Zum Beispiel, wo du zum ersten Mal hier rumgemacht hast oder so. Ja, deine persönliche Lebensgeschichte im Viertel. Wir fahren alle Stationen nochmal ab. Dein erstes Mal. Was gut, macht man dann? Fangen wir doch bei meiner Grundschule an. Ja! Dann mach das. Das ist ja mega. Community-Tour, ganz anders.
Genau, schön mit dem Handy an der Grundschule abhängen, es kommt gut an. Severins Werdegang. Genau, wir gehen dann weg. Mein Weg von der Grundschule zum Rocket Beans zu schauen. Ja, so schnell. Ja. Und hier habe ich gemerkt. Das ist ja meistens eigentlich, das fängt ja meistens. Und das endet auch meistens schon mit Grundschule. Ja, Hammer. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Und du hast schon bezahlt? Ich hab schon bezahlt. Nee, du musst jetzt ganz schnell rennen. Renn mal. Danke. Danke. Tschüssi. Das ist ja Hammer. Das ist ja hammergeil. Schön in der Wäsche von gerade eben erst kennengelernten Leuten fühlen. Ja. Ist doch eine geile Sache. Ja, das ist echt geil. Kennen, oder? Aber so, Marc, jetzt verstehst du aber auch, glaube ich, warum ich dieses im Leben rumlaufen bei Twitch so geil finde. Ja, das ist doch jetzt quasi, ihr kriegt jetzt sein Leben in wie viel Zeit haben wir noch? In einer Stunde konsumiert, wiedergegeben. Und könnt ihn komplett analysieren. Ja, das ist doch Hammer. So. Das ist doch Hammer. Ja. Dankeschön. Hier, Severin, hier sind wir. Ich weiß. Ich weiß. Das ist doch Hammer. Ist doch Hammer. Leute, ich finde das schön. Könnt ihr mir einmal kurz Feedback aus dem Chat geben, bitte? Ob euch auch unterhalten führt. Also, wir machen hier das GTÜ Talent Taxi, Krogis Talent Taxi. Bella, Mel, Reinkor und ich sind am Start. Und jetzt haben wir Severin, einheimischen Jung aus Köln mit dabei. Und er zeigt uns jetzt, wo er zur Schule gegangen ist. Und ich finde es einfach Hammer. Den Bandscheibenvorfall weglaufen. Fies. Gehst du noch gern zu deiner Schule? Also gehst du da gerne noch hin? Oder ist es für dich so ein Ort der Schande, wo auch die Schüler kommen und sagen, ach, der ist schon wieder. So beides. Er war doch hier noch mit 29 in der Grundschule. Bis er dann gegangen wurde. Beides so ein bisschen tatsächlich. Naja, aber passt schon. Keine Zeit zum Unterhaltung fühlen. Also bei meiner Grundschule hier kommt immer... In meiner Grundschule fällt mir immer ein, dass ich nie diese geile Vanillemilch haben durfte. Doch, ich durfte ja. Echt? Du warst alle Kinder durften sie haben. Nur ich hatte ein Wasser dabei. Irgendwas Lames so. Und nicht mal Geld für eine Vanillemilch. Also, die ziehe ich mir vielleicht gleich mal. Da kommen sie. Da kommen sie alle. Hallo. Hallo. Ich noch eine Serviette, werfen die Kuchen doch nicht weg. Nein, natürlich nicht. Nein, wir werfen doch keinen Kuchen weg. Wir schmeißen hier nichts weg. So, also, jetzt wisst ihr alle Bescheid, wie es der Plan ist, ne? Okay, also, wir haben ein ganz neues Format gegründet. Das heißt, GT Severin. Mein Leben bis zum Phantom. Die Biografie des Severin. Und hier ist der Hauptdarsteller Severin. Stell dich kurz vor. Hi, ich bin der Severin. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ich bin 29. Wo kommst du her? Aus Köln. Und, komischerweise, glaube ich. Und wo möchtest du uns in deinem Leben starten lassen? In meinem Leben? Ja. Entweder fahren wir zum Krankenhaus oder. Ja, ey, lass dich machen, oder? Ja, erst. Wir fahren zum Krankenhaus. Nee. Pass auf, Entschuldigung. Nee, Schule ist super. Kannst du mal halten? Schule ist das erste, wo man sich so richtig erinnern kann. Ne? Ich hol doch mal das Stäbchen. Hast du gute Erinnerungen an die Schule? Ja. Warst du ein Leistungsträger oder Nein, was? Nein, gar nicht. Okay. Deswegen bin ich auch beim Film gelandet. Ja, für Film muss man ja einiges können, ne? Nee, und wissen. Gar nicht. Nein? Nein? Okay. Ja. Ist doch nicht so was. Verdammte Scheiße. Warum bin ich bei Rocket Beans? Das ist doch fast dasselbe. Ja, okay. Ja, gut, das geht runter wie Öl. Aber also die Schule war für dich eine schöne Zeit, trotzdem. Die Grundschule war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Okay. Kennst du noch Leute aus der Grundschule? Oh, ich habe noch einen Kollegen, den sehe ich zwar auch nicht mehr, aber den kenne ich noch. Der ist noch up to date. Okay, nice. Ja, meine Grundschule ist tatsächlich. Schön. Kannst du ja vom Motorhaube. Kannst du aber Motorhaube machen. Motorhaubentest. Ja, Motorhaubentest. Der Motorhauben-Sponsor bei GTÜ, ne? So, Motorhaubentest. Ja, und wir. Pass auf, du machst den Motorhaubentest. Und wir. Filmen dir in die Nase. Wir filmen dir. Wir stellen hier. Wo stellen wir denn jetzt die Kamera ab? Hier ist ein bisschen so Hundekot. Aber, auch was oh ja. Kommen Sie mir nicht in meinen. Vielleicht hier drauf, kurz. Mhm. Wenn die kommen, dann können wir das Wasser weg. Hier drauf vielleicht. So. Bislang ist Köln sehr gut zu uns. Ich weiß nicht, was das für eine Frage ist, aber ich wird gerade gefragt, welche Versicherung du hast. Habt ihr ein neues Thema? Oder? Ich? Ja, ich habe sie auf jeden Fall gut sortiert, meine Versicherungen. Weil ich habe doch die App. Aber wie ist denn bei dir, Krogi? Wenn dir was passiert in Zukunft, bist du abgesichert, ne? Mel hat auf jeden Fall Herzinfarkt bekommen. Oh. Wirklich. Wofür? Wofür? Also, die Frage ist ja mega. Ja, oder? Einfach mal, hä?
So ein Herz, wofür? Ich nehme es, aber... Kannst du ein bisschen ins Bild kommen? Aber Mel ist doch gerade im Zentrum der Herzen. Ich habe Müll gesucht. Also, warum? Du hast nach Müll gesucht? Für die Liebe steht hier. Für die Liebe. Für die Liebe. Das war gerade geil. Bella hat gerade den Zweistopp kurz vergessen, dass sie gerade bei Rocket war. Badajuk. Angefangen, Müll zu sammeln. Oh Gott. So eine ganz natürliche Handbewegung. Und damit geht nochmal ein Schaum. Ach man, ihr Lieben, ey. Super Truppe. Kommt vorbei. Es heißt Super Truppe. Heißt es. Severin? Ja, hallo. Alles gut bei dir? Ich bin der Doktor gerade. Du erinnerst mich gerade an die Strauß, wie du stehst, muss ich sagen. Ich bin der Doktor gerade. Ja, ist doch geil. Ja, was macht Severin da? Ich glaube, ganz genau weiß es auch keiner. Er zieht irgendwas durch auf unserer Motorhaube. Okay, ich muss irgendwo anders hin. Nur meine Beine. Hä, hey, aber was ist daran schlecht? Das sag ich dir bald. Hier musst du. Ja, ne? Hier. Das ist gruselig, das ist cool, ey. Das ist ein schönes Bild. Mhm. Du kannst das Thumb draus machen. Ja, stimmt. Severin im Hintergrund. Freeze! Jetzt bringe ich die Bandscheibe raus. Yeah! Ich hab das gut vertackt. Ja, wir sind bei Street Fighter. Wie heißt der da? Die Orthopäde. Die Orthopäde? Ja, da geht keiner hin. Bitte. Okay. Keine guten Erfahrungen. Okay. Gut, aber fair. Wann ist Bubrax legal? Was, okay. Herzen? Ich frage aus dem Chat. Wir wollen eine Krogi Deutschland Tour, du auch? Ja, geil. Geil? Ey, das ist gut. Jetzt seht ihr mal, und so stelle ich mir auch die Krogmann-Zuschauer vor. So wie sie noch. Wisst ihr wieso? Die sind sympathisch und haben Empathie und haben Herz. So ist es. Wie war die Branchenparty? Das kann nur Michael beantworten. Nur Michael war da. Branchen, wer hat das gefragt? Hier, er. Ist da jemand aus der Branche? Looker like Luca. Looker like Luca. Mhm. Ja, die Branchenparty war super. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich sehr viele Würstchen gegessen habe. Ich bin eigentlich Vegetarier. Aber die Würstchen haben mich so angelacht und es waren so geile Würstchen. Ey, man geht da ja hin, um kulinarische Finessen kennenzulernen. Dann war aber nur beim Würstchenstand keine Schlange. Da habe ich gedacht, fuck it, ich will fressen. Und dann habe ich diese Würstchen gegessen und das war eine kulinarische Finesse. Nichtsdestotrotz, denn sie waren gefüllt mit einem Tier, was ich vielleicht noch nie verspeist habe. Käse. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe gegessen, einen Kölsch getrunken und bin nach Hause gegangen. Eden Circus Album, wann? Nächste Frage. Eden Circus Album, das ist schon fertig seit 2 Jahren, witzigerweise. Aber es liegt halt rum und gammelt. Weil wir immer noch denken, dass wir bald ein Label haben und groß rauskommen. Und dieses Album einfach nicht raushauen. Weil wir wissen, wenn wir es raushauen und es verpufft wie ein Furz im Wind. Oh yeah, Dave Grohl, I'm Michael Reinke. Give me all your money, we are fame then. Eden Circus, when? Ja, so, ne? Ja, so ungefähr. Und naja, also wir halten es quasi zurück. Das ist quasi so, ja, womit kann man das vergleichen? Aber es kommt bald raus. Wir drehen gerade, jetzt gerade wird ein Video gedreht im Game 2 Green mit Ben. Ben dreht das Video mit meiner Band, mit meiner Restband sozusagen. Mhm. Weil heutzutage geht man ja für so ein Video nicht mehr in einen Raum. Ich mag meine Bandmitglieder auch nicht unbedingt. Ja. Sondern man schneidet sich ineinander sozusagen. Alle gehen einzeln vor Screen und macht Ben irgendwas Geiles mit denen, damit wir cooler sehen. So, was sagst du? Ich darf passieren. Guck mal. Ja. Einmal zeigen. Ja, zeig euch mal. Einmal zeigen, damit es validiert ist. So sollte es immer aussehen. Er darf passieren, alles super, da. Super. Das C steht für Gefahr. Er muss doch den roten Edding von ihm wieder reinholen. Ja. Scheiße, Mann. Komm mit. Starke Bedürfnis, ihn zu interviewen. Ich weiß. Oh Mann. So, wir gehen jetzt wieder ins Auto. Die geile GTÜ-Reise geht weiter. Das Auto ist immer noch super in Schuss. Es muss gut gewartet worden sein. Du musst einmal hinten rum. Oder, nee, er kann ruhig hier in die Mitte. Ah ja. Aber ich hol.
nicht unseren Stuff noch mit finden? So. Hier, das ist die Tasche. Wir finden es wieder im Auto. Vielleicht gemerkt. Bella hat die Kfz-Versicherung mit ihrer App im Griff. Was habe ich? Wo sind die Leoparden? Ja, wir haben eine andere Karre heute, haben wir am Anfang gesagt. Ne? Wir haben nicht die geile Kurve. Also, wir haben gerade Severin getestet, alles safe. Und jetzt eine Frage von dir, Severin. Kannst du uns alle mal so einen kleinen kölschen Sprech beibringen? Aber nur einen Satz. Ein Satz. Es hätte immer Jote Jange. Das ist doch super. Bella, du fängst an. Wiederhol bitte. Ich habe nicht aufgepasst, der Lehrer. Severin nochmal. Es hätte noch immer Jote Jange. Das hätte noch immer gut gegangen. Nach vier Bier geht's dann auch besser. Ja. Severin, kannst du den hier hochmachen? Und dann musst du nämlich da sitzen, damit wir dich sehen. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Du weißt ja, wie es ist. Severin, wir machen hier Fernsehen. Ich kenne das mit dem Fernsehen. Du bist hier nicht im Fernsehgarten. Richtig, das ist die Spannungskurve, darf niemals abfallen. Das ist immer geil, immer Explosion. Hau mir in die Fresse, hau mir in die. So, Severin, du fragst. Nee, du musst jetzt doch den nehmen. Bitte, jetzt muss ich doch noch. In die Mitte. Ja, das ist perfekt. Bella, wink mal. Das ist Bella. Mel, wink mal. Das ist Mel. Severin, wink mal. Reinkorn, wink mal. Du bist da. Du bist auch. Du bist auch alle. Man denkt ja immer, dass nur das ist das Bild. Das stimmt aber nicht. Ich bin hier, das ganz genau. Versteckt. Genau, der Chat ist aber nur bei uns, für uns. Ne? Genau. Also das ist voll drin. Ich kann nicht das Bild ist real, ich wollte so sagen. Weißt du, was noch real ist? Manowar. Manowar, mach an. Nee, das nicht. Nee. Also, für alle, die jetzt gerade zuschauen, das GTÜ Talent Taxi. Wir sind hier in Köln. Wir haben gerade Gamescom. Wir haben uns aber gesagt, ey, wir sehen nie was von Köln. Wir haben keine Ahnung. Und es gibt bestimmt super Kaffee und super Leute hier. Und da hat Bella und Mel haben gesagt, Mensch, das wäre doch mal richtig fein, wenn wir mal sagen würde, es ist ja wie es ist. Es ist ja wie es ist. Und deswegen sind wir hier unterwegs. Und dann hat sich Severin hier, wink du mal. Hallo. Hat sich Severin im Chat gemeldet, ja, fahrt mal hier da die Straße runter, da gibt's Kaffee. Und auf einmal kommt da so ein Freak an, als wir ausgestiegen sind. Ja, moin! So ein langhaariger. Der Highlander, Sean Connery, kommt da an und sagt, ja, nee, da vorne ist der Kaffee, da vorne gibt's das. Und jetzt haben wir aber eine neue Idee. Jetzt gucken wir uns an, wo dein Leben richtig Fahrt aufgenommen hat. Ja. Jetzt fahren wir zu deiner Grundschule. Jetzt kriegt das hier eine richtig sentimentale Kurve. Ja. So Leute, ab zur Grundschule. Ich kann schon mal eins spoilern, das weiß ich über Severin, das ist dramatisch verlaufen. So, ne? Es ging quasi eigentlich steil bergab und jetzt heute am Tag geht's wieder bergauf. So, aber am großen das heißt, Ende. Wir hören jetzt eine, ja. Aber in diesem Peak, in diesem negativen Talpeak, ja. Da hat der Rocket Beans für sich entdeckt. Exakt. Genau. Nee, warte, exakt. Kurz vorher. Kurz hat es weitergefallen. Vielleicht bei Rocket Beans auch schneller. Die Droge, die zum Absturz verholfen hat, weißt du? Kann ja auch sein. Oh mein Gott, ich muss sie gucken. Das kann sein. Auf alle Scheißen. Severin, wir haben die Navis extra ausgestellt. Ja, sicher. Weil du bist local. Ja, dann fahren wir erstmal los. Wie weit fahren wir? Was willst du schätzen? Ganz einfach. Wir fahren jetzt quasi die Straße wieder zurück. Okay, ich weiß nicht, woher ich gekommen bin. Wo soll ich langfahren? Ja, du drehst jetzt hier am Kreisverkehr und fährst. Ach, diese hier? Diese fahren wir jetzt hier einfach in die andere. Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Ja, deswegen brauche ich auch einen Mobilitätspartner. Mann, es passieren immer Dinge. Genau, das ist die Bananenrepublik hier. Mhm. Aha. Gab es in der Grundschule einen, der dich hier bis hierhin verfolgt hat, bis zu deinem Familienhaus und dich geärgert hat zum Beispiel? Nee, weil ich direkt gegenüber von der Schule gewohnt habe. Ah, okay. Das ist praktisch. Ich war aber auch immer derjenige, der immer zu spät kam morgens. Ah, das ist ja immer so. Je näher an der Arbeitsstelle du auch wohnst, desto später kommst du. Da musste man den Stock noch rumdrehen und da lag ja noch ein Stein. Komm mal hier. Und das war gerade auch ein Nachbar von dir, den du getroffen hast? Das ist der Vater von einem Freund von mir. Das ist wirklich ein Dorf hier. Also hier kennst du echt jeden. Aber der war auch richtig korrekt. Der war richtig nett. Ja auch hier gern miteinander. Ne? Das ist ja nicht so viel. Ey, ganz ehrlich, wir beide haben uns angeguckt, hier die Micha Bros, haben gesagt, ey, mit dem würden wir gerne reden, aber du kannst ja nicht einmal jedem Menschen in der Kamera wollen. Du fährst einfach weiter geradeaus. Immer weiter. Natürlich. Ja. Aber ist das noch für dich hier, also würdest du sagen, das hier ist richtig Zentrum Köln? So richtig? Das ist ja nicht Zentrum Köln. Also das ist für mich hier, ist das auf jeden Fall mein Zentrum, sagen wir mal so. Ja, genau. Südstadt ist. Wie heißt das hier? Das ist hier Südstadt. Und wo, was ist daran so besonders? Das ist einfach, finde ich, das schönste Viertel von allen. Das ist wirklich ganz schön. Das ist wirklich ganz schön, ja. Ja, du hast ja noch viel Grünfläche. Das hier ist das Eierplätzchen zum Beispiel. Das Eierplätzchen? Das ist das Eierplätzchen. Fahr doch mal hier einfach mal rum. Was sagt der? Also, oh Gott.
Ich finde das schön, wie die Leute sitzen, die gucken einfach alle Häuser. Es saßen auch gerade diese Rentner in ihrem Hauseingang, haben einfach nur geguckt. Ja, mit so Schrotflinten saßen. Ja, ja. So Texas-Rentner. Hier ist der Römerpark, da gehst du eigentlich als kleines. Wie der Eierplatz und der Römerpark, geben sich die Hand hier in der Mitte, ja, oder? Ja, genau, da gehst du als kleines Kind eigentlich. Eierplätzchen! Guck mal, hier vorne ist direkt meine Grundschule. Wirklich? Das ist meine Grundschule. Nee. Das sieht sofort aus wie eine Schule, das stimmt. Wahnsinn. Das müssen wir gleich zeigen. Das ist eine Schule, ne? Ja. Besonders sein. Warte, das müssen wir. Ich fahr mal hier in der Mitte von der, Mitte von der Straße. Und dann zeigen wir einmal die Schule. Und dann kannst du einmal sagen, die ist nicht so groß, die Schule, oder? Oh, die ist doch, die hinten raus ist die schon was größer. Ich glaube, die haben auch einen Anbau gesetzt und. Wie heißt die Schule? Das ist einfach Grundschule. Hier, Severinschule, Leute. Die KGS Mainzer Straße. Das ist deine Grundschule. Das ist meine Grundschule. Wie viele Jahre hast du auf der Grundschule verbracht? Wie lange ist man denn da? 15 Jahre. Wenn ich dich so angucke, 15 Jahre, Severin? 12 Mal sitzen geblieben, schon im Partneralter von 5. Nee, weiß ich nicht, du. Ich mach's halt diese 4 Jahre, ne? Ja. Die 4 Jahre, dann hab ich ja mein Abitur gemacht und bin dann auf die höhere Handelsschule gegangen. Hammer. Und wie ging's dann weiter? Dann ging es auf die weiterführende Schule. Das ist aber dann woanders. Da sind Düsseldorf. Da Ewigkeiten hin, das ist auch... Okay, also wir kennen schon, den Eiersalat, haben wir gesehen. Eiersalat. Plätzchen. Eierplätzchensalat, okay. Römerpark. Da oben bin ich groß geworden. Wo? Das ist hier, direkt hier oben drauf. Aber hast du noch Verwandtschaft da? Da wohnen meine Eltern. Ja, dann zeigen wir es nicht. Sonst kommen die heute alle zum Saufen vorbei. Ja, das ist, haben wir gestern schon gemacht. Das ist auch anstrengend. Aber kannst du hier das Sünderpilz empfehlen? Schmeckt das? Nee, Sünder schmeckt nicht. Sünderkölsch schmeckt gar nicht. Das ist so ein Kopfschmerzbier. Und aber Mainzer Hof, kannst du hingehen? Oder? Ja, die haben super Schnitzel und super Bratkartoffeln. Ja, Hammer. Das ist meine Stammkneipe quasi. Das Terrarium? Das Terrarium. Kann ich lesen. Hey, das ist eine richtig geile Tour gerade. Ich finde es interessant. Ja, ich würde auch hier ziehen. Ne? Also. Ja, da sind wir gestern noch ein bisschen versackt. Ja? Ja, was gab es da für dich? Gestern gab es da Fußball. Ich meine, gab es Dönerpilz? Nee, da gibt es Reisdorf. Vor allem Pilz, ne? Komm mir mit deinem Pilz. Hör mal auf. Yeah. Ja, aber das ist ja auch wohl. Guck mal, also. Dieses die Bierthema reden wir nicht drüber. Nee. Da kannst du nur verlieren. Wir haben die einzige Sprache, die du auch trinken kannst, ne? So ist das nochmal. Das ist ja Hammer. Du bist ja ein wandelndes. Du bist ja. Du bist ja poetisch. Du bist. Poetisch. Wie soll ich dich nennen? Poetisch. Ich würde dich Severin nennen wollen. Haben wir noch. Wo können wir noch hinfahren? Oder ist das Viertel jetzt vorbei? Ja, jetzt kommen wir theoretisch ins Severinsviertel. Wirklich? Ja, es ist wirklich wahr. Sind deine Eltern so große Fans von der Gegend, dass sie dich nach dem Landstrich hier benannt haben? Ja, ich dachte, vielleicht dachten sie auch, er wird Bürgermeister. Er muss Bürgermeister werden. Genau, ich muss hoher Rat werden. Das ist doch mein Name, mir gehört das hier. Stattdessen ist er bei Alarm für Cobra 11, was ich bekommen hat. Ist natürlich eigentlich schon cooler. Glück gehabt, dass du nicht König von Mallorca heißt. Stell dir mal vor, ne? Da hätte ich jetzt aber auch viel zu tun, glaube ich. Die haben noch jetzt 50 Jahre oder Jubiläum. 50 Jahre Malle. 50 Jahre Ballermann habe ich gelesen. Wirklich? Ja. Na, fahren wir jetzt hier links rum, geht ja nicht anders. Ja, eben. Fahren wir doch mal hier links rum. Ne, da unten ist der Rhein. Ne? Ja. Und wie kommst du, ey, diese Verkehrsführung hier in dieser Stadt, die ist ja grottig. Wie kommst du damit klar? Ah, es gibt Schlimmeres. Gut. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Also, ich lerne das gerade eben alles wieder neu, weil meine Freundin gerade ihren Führerschein bestanden hat. Glückwunsch. Applaus. Mhm. Ja, da hat man natürlich auch ein neues Auge für die ganzen schönen Baustellen hier. Ne? Aber hast du einen Führerschein? Ich habe auch einen Führerschein. Ja, aber fährst nicht viel wahrscheinlich? Doch. Gerne beruflich? Beruflich. Ja. Da habe ich auch immer mal einen Sprinter. Und, ja, Sprinter sind geil. Ne? Sprinter ist das Schönste, was es gibt. Ist das Schönste, was es gibt. Ja. Es ist ja, wie es ist. Das ist ja klar. Also, genau, das ist der Klotwigplatz, ne? Das ist auch quasi das Herzstück der Südstadt, würde ich jetzt mal behaupten. Gibt es Leute im Chat, die wissen, wo wir sind, wenn wir vom Klotwigplatz sprechen? Da gehe ich doch schwer von aus. Bestimmt, ne? Ja. Das ist wirklich. Konnewitz, was ist das? Nee, Klotwig. Klotwig. Aber das ist wirklich alles sehr schön. Es wirkt alles so wie so ganz kleine Stadtzentren aneinander. So ganz kleine. So. Nee? Hier rechts hast du das Severinstor. Ist das, kann man das gut gucken? Oh, das ist so schön. Ach Mensch, wir sollen das Mittelalter. Was ist das für ein Tor? Das ist ja. Severinstor. Alter, zeig mal, das ist ja hier nur medieval. Dein Tor? Hast du es gebaut? Das habe ich gebaut, gekauft und verwaltet. Du hast es selber gebaut und dann hast du es gekauft? Ja. Ach so. Ja. Oh. Das ist ja Hammer. Fahren wir direkt hin. Ja, das war ja die alte Stadtmauer.
Also, ach so, ja. Hier ist ja dann. Also sind wir gar nicht mehr in Köln? Einfach nur. Theoretisch wären wir jetzt nicht mehr in Köln. Genau. Ah. Hier ist jetzt Land. Ist da dann Düsseldorf sofort? Genau. Da hast du direkt Düsseldorf. Sind wir schon in Düsseldorf dann? Woher kommt diese? Ist nicht so schlimm in Düsseldorf. Nein, ich habe da 4 Jahre gewohnt. Das ist wunderschön. Ja, selber hingesucht. Ja. Ich enthalte mich. Das ist doch eher, dass sowas auf dem Papier ist. Ja, nee, jetzt auch ne, für die Düsseldorfer aber ich dabei. Wir sollten uns nach dem Stream prügeln. Wir wissen es ja. Ne? Wir wissen es ja. Nee, ich gebe euch stumpfe Löffel. Aber ist, also der Hass ist real zwischen Köln und Düsseldorf, oder was? Das ist eine Rivalität, ja. Und dann gibt es auch immer noch so Straßenbanden, die sich gegenseitig attackieren? Ja, so wie bei Warriors, weißt du, ja. Das ist genau, und West Side Story. Okay. West Side Story, ihr singt dann auch, ja. Genau, okay. Aber warum macht ihr nicht das große Tauziehen von Stadt zu Stadt? Oh. Mit so einem ganz langen Tau? Das fände ich geil. Weil du da ja noch Leverkusen zwischen hast. Ey, also ganz im Ernst, ja. Lass uns daraus ein Event machen, oder? Ja. Das ist die billigste Variante, 1000 Menschen ziehen da, obwohl das hat es bestimmt schon gegeben, oder? Aber, riesiges Tau. Ey, aber es hat es noch nicht gegeben, wenn Gunnar dabei Apfel isst. Ab ins Kindesbuch. Ja, bei Hamburg wäre es spannender und auf der einen Seite zieht Hamburg, auf der anderen Seite spannend. Das ist geil. Machen wir bitte. Und in der Mitte so eine grobe Mist oder so. Ja, richtig. Oh, das ist geil, dass du direkt so eine Scheiße fliegst. Wie lange geht das dann? Weiß nicht, wie lange dauert das? Mehrere Tage. Ja. Mehr Tickets im Rennen. Richtig. Und wir dann auch noch hier mit dem Käse vom Berg runter schmeißen und so. Oh, so. Käserennen. Käse, große Käserennen. Hamburg versus Spandau Käserennen. Ja. Aber es gibt keinen Berg oder Hügel im Norden. Sagst du aus Nürnberg, oh, stimmt, aus ja. Nürnberger Sicht. Was ist das denn Schönes? Hier möchte ich rein. Das ist auch ein Teil der Stadtmauer. Hier sitzen die roten Funken zum Beispiel. Wer sind denn die roten Funken? Das ist auch eine Stadtgarde gewesen von, weiß ich nicht, 1828. Du bist ja wirklich involviert, kannst du auch mal zeigen hier. Ja, schon große Steine. Diese Karnevalsgesellschaft stellt dieses Jahr das neue Dreigestirn. Auf der linken Seite hätten wir auch noch die blauen Funken, die sieht man jetzt natürlich. Natürlich, die sind natürlich nebeneinander und hassen sich. Genau, das ist dann die Sie sehr, muss sehr gut adaptiert, Bella. Also alle hassen sich und greifen sich an. Aber es sind doch trotzdem auch Karneval. Warum muss man sich denn jetzt da nicht, warum muss man sich da so trennen? Weil die anderen sollen keinen Spaß haben. Ja, okay. Genau, das ist einfach so. Wann bist du rot oder blau, Funke? Blau, ja hier, Messer in Auge rein. Zack, nein. Groß aus, ist das so, dass die untereinander machen oder ist das wirklich so eine Frage mit blau oder rot? Nee, das hat damit nicht zu tun. Mich wundert es total immer, wenn man halt so dasselbe Hobby hat, aber sich abgrenzen muss. Ja, irgendwann sind halt die Vereine ja auch voll. Du hast ja, auch aber man kann so. Trotzdem dem anderen keinen Fuß breit lassen. Man kann ja sagen, die sind ja auch cool. Ja, also schön, dass sie die Leute aufnehmen, die bei uns nicht mehr reden. Ich wusste gar nicht, dass du auch bei den Steinmetzen bist. Ja. Na klar, komm doch rein. Das Problem ist gelöst, wie bei den Simpsons. Ach so, einfach mal. Genau so ist es auch. Ach, du bist auch bei den blauen Funken, na klar. Ich wollte dich fast umbringen, aber jetzt ist es doch Hammer. Jetzt bist du cool. Wo soll ich langfahren? Also während des Karnevals. Oh, jetzt, gute Frage. Wo wollen wir denn langfahren? Nee, ach so, was ist denn deine nächste Lebensstation? Haben wir gleich drüber geredet. Ja, wo willst du alles hingehen? Was hast du nach der Grundschule gemacht? Höhere Handelsschule. Über die Brücke drüber, ne? Ich fahre gerade rechts. Soll ich ja, jetzt fahren wir über die Brücke. Oder du fährst jetzt hier nochmal rechts, dann fahren wir nicht über den Rhein drüber. Ach, wir wollten über den Rhein. Ja, fahren wir über den Rhein. Ja, bitte. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin, mein Freund? Zum Rhein? Ja. Du fährst quasi. Hier ist mein Hotel. Hier war ich. Ach, guck mal. Glaube ich. Mein Hotel, Leute. Das ist auf meine Straße. Grüß dich, Petri. Steht auch hier. Das ist alles meins. Das ist deine Straße. Das ist hier? Drüber ist die Sennerinstraße. Ja. Richtig. So, jetzt hier wohin? Jetzt fährst du über den Rhein drüber. Pass mal auf. Über die Severinsbrücke. Das ist ja Hammer. Irre, oder? Und dann. Und sag mal. Eines ist schon jedes Mal doch wirklich sehr groß. Also, ich denke, eines immer noch. Hast du eine schöne Erinnerung an die Brücke? Die spielt eine Rolle in deinem Leben? Ja, sehr. Also früher gab es da sogar noch so ein Gebilde, so ein Leuchtgebilde, so eine Leuchtkugel oben drauf von irgendeinem Künstler. Aha. Christo. Die fand ich als Kind schon immer total Wahnsinn. Die hast du jetzt, glaube ich, da hinten auf dem Versicherungsgebäude ganz hinten und so. Haben die miesen Schweine einfach geklaut. War das ein Treffpunkt so, um abends mal ein Bierchen zu trinken oder sowas? Oder war das? Ja, hier, als das hier alles neu gebaut wurde, konnte man hier richtig schön rumlümmeln. Ja, der Blick ist ja schon Killer, ich sage euch das mal. Zeig das mal bitte. Da ist der Dom. Ist schon geil, genau. Da hinten ist der Dom. Rechts sind auch ganz geile so Blade Runner-eske Gebäude, die abends immer so einen geilen Lichtschein machen. Ist das hier die Elbe von Köln? Quasi, ja, genau. Schön beschrieben, ja. Die Elbe von Köln. Oder die Moldau. Such dir was aus. Ja.
Donau von Köln. Donau von Köln. Mel, das ist der Main von Köln. Ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Also es macht mir auch Spaß. Es ist auch gut, dass gerade nicht so viel los ist. Denn die anderen Tage war überall so viel los. Da wurde einer geblitzt. Ja, wird geblitzt, ja. Ja. Wurde der geblitzt? Hättest du ja mal früher Bescheid sagen können, Severin. Ach, ich dachte, so Blitzer sind so... Ja. Gibt es hier sehr viele Festinstallierte. Ja, gibt's viele Fest- ja, aber die stellen auch gerne jetzt ihre Anhänger immer durch die Gegend. Auch noch. Ja, machen sie in Hamburg auch. Ja. Wie die Verrückten. Haben sie mich letztens auch wieder dran bekommen. Ja, aber es... Ach komm. Ja. Aber ich habe jetzt gerade auch gehört, wie schlimm der Verkehr in Köln sein muss. Jeder fährt, wie er will. Das stimmt das? Ja, das machen die ja generell. Oder war das nur der Kollege? So, Severin. Fahr mal hier rechts, weil sonst fahren wir, glaube ich... Ja, genau, musst du auch mal so lang... Da musst du auch sagen, wo du heute auch wieder ausgelassen werden musst, ne? Ja. Dann fahr ich dir mit ja sonst wohin. Alles gut. Alles, Alter. Ist ja nicht so groß, die Stadt. Ja, das ist angenehm, das stimmt. Ja, also du bist ja wirklich... Ich sag mal, 15 Euro kommst du überall hin. 15 Euro. 15 Euro geht alles. Hier. 15 Euro, hast du 15 Euro dabei, kannst du überall hinkommen. Ja, dann du, ne, bist ja auch in einer halben Stunde bist du wirklich überall. Ob zu Fuß oder mit der Bahn. Ich rechne noch in Geld, Severin. 15 Euro. Also in 30 Euro bist du eigentlich überall hier. 30 Euro. Wann hast du deinen Termin, Micha? Weiß nicht, muss mal drauf gucken. Entspannen, ne? Ich habe meinen Termin, wenn Fabian Koffer wütend anruft. Ah ja. Also ich würde sagen, wir fahren so langsam einmal zurück. Ja, machen wir das mal, oder? Schmeiß genau. Schmeiß mal dich raus und dann machen wir uns auf den Weg zur Messe. Genau. Dann ist, glaube ich, alles entspannt, oder? Ja, so also kriegen wir das hin. Ja. Gut, ja. Oder, Leute? Ja, Zeitplan hört sich gut an. Super gut. Ich bin wirklich schwer begeistert, dass du hier dabei bist. Feier es total ab. Ja. Ich habe echt Bock drauf. Ich find's cool. Naja, du, man weiß ja auch, das ist ja auch mal eine Wundertüte mit den Menschen. Ne? Mit manchen connectet man, mit manchen nicht. Manche können es. Mhm. Manche riechen nach Minze, manche nach Wassermelone, andere nach Tropik. Und da muss man halt auch immer mit klarkommen. Und du bist auf jeden Fall, weiß ich nicht, wonach riechst du, Severin? Sag mal selber. Kölsch. Das kommt hin, ja? Nach Kölsch könnte es gut sein. Ich riech nach Kölsch. Wann musst du, also bist du jetzt krankgeschrieben wegen der Bandscheibe oder kannst du aber nicht tragen wahrscheinlich? Ja, solange das die Kollegen nicht sehen, aber die arbeiten ja gerade alle. Ja, bin ich. Thema Wechsel. Ja, Severin, das lade ich genauso hoch. Ist in Ordnung. Du, ist kein Problem. Er kriegt einfach so einen Reike-Sticker aufs Gesicht die ganze Zeit. Ja. Aber man muss schon dazu sagen, ey, wenn Bandscheiben vorbei, kannst du auch nichts schleppen. Geht einfach nicht. Also ob du jetzt einen Kaffee trägst oder eine Traverse, das ist schon ein bisschen Unterschied. Das muss man schon sagen. Das ist beides schwer, wenn du viel Zucker drin hast. Schau mal hier rechts. Aber wieder auf die Brücke drauf. Wenn du jetzt beim... Dein Job finde ich noch ganz spannend. Den noch einen, wenn du beim Set Requisiten bastelst... Ne, ich bastel die ja gar nicht. Ne? Achso, was machst du denn da? Ich bin letztendlich die letzte Vorhut. Ich bin der... der das alles verteilt. Ne? Die ganzen Handys oder wenn wir jetzt einen Krimi drehen, dann gebe ich die Waffen raus für die Kommissare. Ach. Oder hatte ich dann diese eine Geschichte, Bolton-Geschichte? Mega. Die Bolton-Geschichte. Ja, seitdem ist es halt noch knallhärter geworden. Also, wirklich? Ja? Ja, also ich bin da eh recht vorsichtig, weil es ist, auch wenn da die nie geladen sind oder sonst was, ist es trotzdem ein Schießeisen. Ne? Und auch wenn du damit auf der Straße rumläufst. Ja. Wenn dann da mal ein Anwohner nicht mitbekommt, dass wir da drehen und dann die Polizei ruft, und dann stehst du auch da, ja, wem gehört die denn? Und dann, dem Severin. Severin, du. Der ist aber Kölner. Genau. Na, noch schlimmer. Dem gehört der setzt das auch zur Not gegen Düsseldorf ein. Genau. Ja, dann machen wir weiter. Aber wo liegen die Waffen, wenn du sie dann holst? Also sind die in so einem Tresor sicher verwahrt? Oder? Ja, also die sind immer verschlossen. Okay. Also, dann auch das heißt, du kommst da nicht ran? Genau, ich komme da selber nicht ran. Ich brauche immer einen Bolzenschalter, um das Schloss aufzuknacken. Ja. Und dann immer neue Schlösser. Wieso denn? Nee, da bin ich echt vorsichtig. Ja, musst du auch sein. Weil das halt diese ganze Alec Baldwin-Geschichte, sowas wird zwar hier niemals passieren, weil wir keine echten Munition benutzen. Ja. Und sobald das passiert, sobald wirklich geschossen wird, kommt auch ein Waffenmeister. Da bin ich dann auch komplett raus, das ist gar nicht mehr meine Baustelle. Da muss ich einfach nur gut aussehen. Das ist echt verrückt, ne? Das ist verrückt, ne? Ohne Scheiß. Aber so Waffen würden mich auch gar nicht reizen. Mehr Sprengstoff, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, Explosionen sind auch eher mein Ding. Ja, also Dinge in die Luft sprengen, weißt du, einfach nur so im Dialog und dann explodiert man wieder. Das ist so, das fühle ich so mehr. Waffen finde ich auch so, weiß ich nicht, das sieht das nicht so schön. Eine Explosion ist... Ja, außer wenn die in den Filmen sehr langsam und sehr lange sterben.
ja. Wenn sie getroffen werden. Das ist gut. Also das finde ich dann auch wieder belustigend. Ja, aber sonst... The worst death scene, oder wie heißt. Ach so, übrigens, hier ist noch sein Tütchen. Du kriegst noch so ein GTE-Tütchen. Ah, also, ja, hier. Stimmt, Gott vergessen. Ja. Ja. Ja, ne, du hast Bescheid, weiß. Alle, die beim Talent-Taxi dabei sind, kriegen was. Und hier ist auch dein Stimmband. Das Bandwurf. Ja. Ey, das ist doch meine Tüte. Ach so, nee, das ist dein, stimmt. Sorry. Nee, das bleibt. Ich schau mal den Stirnband aus. Ich glaube, hier so, die sah sehr ungenutzt aus. Da musst du bald. Da musst du bald. Nee. Was musst du meins nehmen? Sehen wir, wie fahren wir denn jetzt? Hier rechts. Alles klar. Wie fahren wir denn jetzt in der ganzen Hektik? Was ist denn jetzt hier los? Nicht über die Wiese. Nee! Komm, jetzt mach ich mit. Jetzt sind wir schon wieder in deiner Hut, ne? Ja, fast. Aber ja. Theoretisch. Fährst einfach geradeaus, dann sind wir auch schön am Rand. Hier links oder hier? Ja, einfach, hier, genau, dem Straßenverlauf. Den lasse ich noch rüber. Komm. Ich habe noch eine Frage, die ist produktionell, aber das wirst du ja wissen. Dir ist bewusst, dass wir das hochladen werden, ne? Natürlich. Also, okay, und das ist auch okay für dich. Das war voll und ganz. Super. Ich, noch einmal kurz on air, du kannst da nicht mehr raus. Nee, eigentlich nicht. Nee, und dann, jetzt ist ja live, aber ja. Da hast du zugestimmt. Aber es kann ja sein, dass du das nicht für immer online willst. Dann müssen wir links oder rechts? Doch, rechts. Einfach. Ich quietsche, wenn... Weil du bist ja vom Fach, ich wollte hier schon. Ja, fragen. In meinem Vertrag steht das auch immer drin. Also die dürfen mich auch immer ablichten, leider. Ja. Bist du eher so ein Camper oder eher so ein Hoteltyp? Zelten. Zelten? Ja, oder echt im Kombi-Pennen oder Sprinter oder so. Im Supermarkt? Du pennst im Supermarkt? Ich penne auch im Supermarkt. Wenn die zumachen, dann ist halt... Hast du ja alles da, ist doch super. Hast du alles da. Tippitoppi. Dass ich ein zweites T-Shirt eingepackt habe. Obwohl so ein Ding bestimmt auch irgendwie interessant ist, aber... Hey, ich raff gar nichts, wo wir jetzt gerade sind, tatsächlich. Naja, da sind wieder die geilen Blade Runner-Gebäude. Das heißt, wenn wir gleich... Das ist der Rheinauer. Das heißt, wenn wir gleich links abbiegen, dann müsste es eigentlich passen, ne? So irgendwie. Nö, gleich wieder rechts abbiegen. Rechts aber da. Ich weiß gar nichts. Ich raffe einfach nicht. Hier ist auch Microsoft, oder war Microsoft? Oh. Da drüben ist... Die haben richtig viele Fenster. Ja. Du verstehst, was ich meine. Mindestens 98. So, also geradeaus, ja? Ja. Also es macht schon Spaß, mit dem Auto durch Köln zu fahren, aber diese Verkehrsführung ist für Noobs, für Köln-Noobs, sehr verwirrend. Obwohl ich Hamburg aber auch ordentlich finde. Ne? Ja, na klar, ist ja das Gleiche, wenn du da dich auskennst, geht's, ne? Ja. Aber ne, hier ist so viel, hier gibt so kleine Verkehrsinseln überall. Das gibt's ja in Hamburg so nicht, da überall so klein, als hättest du in so einem Bauplaner irgendwie so ein bisschen falsch. Falsch die Straßen geplant. Ja, die dachten sich, wir haben noch Geld. Mach mal da noch was hin. Mach da was. Das muss sich doch irgendwie noch lohnen. Bist du denn auch am Zocken eigentlich, Severin? Ja. Was zockst du gerne? Also ich, das ist gerade zurzeit eigentlich nur Fall Guys. Ah ja. War auch jetzt auf der Gamescom, habe ich endlich mal meine Krone bekommen. Wirklich? Hast du eine gekriegt? Eine habe ich bekommen. Und ansonsten. Ey, wir haben mal bei, ganz kurz, pass dazu, hey, du kannst gleich erzählen. Bei Razer haben wir auch Fall Guys gezockt. Dann bin ich da durchs Publikum gelatscht und hab gefragt, ja, wer hat denn über 20 Kronen? Haben sich Leute halt gemeldet. Ja. So, und irgendwann habe ich eine Dame getroffen, die hatte 451 Kronen. Das heißt, sie hat 451 mal Fall Guys gewonnen. Mhm. Und dann habe ich die auch natürlich ins Team geholt, weil ich wollte so ein Elite-Team haben. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass das gut ist, wenn Leute Skill haben. Die haben nämlich auch dann, die haben auch dann eine Krone geholt, tatsächlich. Okay, weil die einfach so gut waren. Richtig krass. Also, halt dich mal rechts. Also du musst auf jeden Fall mit skilligen Leuten spielen, auch bei Halo. Ja. Aber Halo ist dein Ding, ja? Halo habe ich von Anfang, also ne, jedes einzelne musste schon sein. Musste wirklich schon sein. Ja, ich weiß nicht, Halo ist bei dir nicht so auf der Liste ganz oben. Nee, gar nicht. Ich habe ja gestern Street Fighter gespielt, hast du mitbekommen? Nee. Street Fighter auf der Bühne. Rechts rein. Und da haben dann auch Leute aus dem Publikum, weil du halt von Leuten aus dem Publikum redest, wurden auf die Bühne geholt und ich gehe dann immer davon aus, dass ich halt einfach zerstört werde, weißt du, vollkommen rasiert und dann mein Gesicht verliere und von der Bühne gescheucht werde. Ja. Und zum Glück war es aber andersrum. Also das war voll geil, ich habe gewonnen. Die sind hochgekommen, ja, und die haben gesagt, ich bin der Street Fighter Meister, ich mach dich fertig. Und dann habe ich gesagt, nein, hier ist ein Ende deiner Karriere. Nein, auf jeden Fall. Das war ganz geil. Also ich bin gestärkt hervorgegangen. Die Leute ausgesucht. Gestärkt hervorgegangen. Ja, die neue Praktikantin, die mir gefallen hat. Nein, das war eine freie Auswahl. Da durften sich die Meister aller Klassen bewerben sozusagen. Du so dann, achte auf die Hände, die sollen sehr klein sein.
nehmen wir Leute mit ganz kleinen Händen. Richtig, ja, wir haben auch die Pads von denen natürlich vorher mit Handcreme glitschig gemacht. So. Schlau. Ganz schlau. Nimm doch noch mal Chips. Ich krieg gar nichts hin. Ich bin einfach so aufgeregt gegen Micha. Okay. Oh, wäre das unangenehm. Nein, das war aber das Unangenehm daran war, dass ich mich so dermaßen gefreut habe, dass ich nicht verprügelt werde. Das habe ich dann durchscheinen lassen. So, ne? Man muss ja eigentlich seriös bleiben. Ja. Muss eigentlich sagen, das ist mein Alter. Sind wir hier? Hast gelacht dann? So lange. Ja, ja. Wo möchtest du hin? Kannst mich auch am Eierplätzchen rausschmeißen. Wo ist das? Links. Links herum. Der letzte hat mich dann aber auch platt gemacht. Also. Eierplätzchen. Ja, aber hast du wirklich dann gelacht so ein bisschen? Also gegrinst, so Joker-mäßig? Es war einfach eine Erleichterung, weil das ist schon eine harte Situation. Ne? Ey, total. Ja, physische Leute da, die wollen sehen, wie du fällst. Wie du, ja, alle wollen es. Ja, genau. Und ja. Ja, aber es ist nicht überstanden. Es ist nicht passiert. Ja. Nee, ich habe vom Programm gar nichts mitbekommen. Also die letzten beiden Tage waren, wie gesagt, ganz was anderes bei mir. Aber es freut mich. Und das Programm ist auch, läuft auch alles ganz reibungslos. Ja, das ist richtig geil, genau. Dann läufst du hier und wir haben ein bisschen über die Messe. Deswegen wird am geilsten, die Items, wo wir einfach wahllos über die Messe laufen und irgendeinen Shit machen. Wie gesagt, heute der Ninja-Parcours. Colin hat ja auch schon die ganzen Fastfood-Buden da abgegrast. Wer macht den denn? Colin? Nein, Colin macht den Ninja-Parcours, meine ich. Achso, nee, der hat eine kaputte Schulter. Ich mach das und er kommentiert. Oder will ich mit? Wann macht ihr das? Wollen alle mit? Heute wollte ich das machen. Ja, wie vor? Weiß ich nicht. Ich plan gerade nicht im Kopf. Ich guck nach. Vielleicht gleich. Vielleicht muss ich jetzt rennen. Da wollen wir alle mit. Das ist Hammer. Also, wir haben jetzt den Severin hier, also im Auto. Schön, hast du schon das, die Stimme drauf, gefällt ja, mir gut. Und wir würden dich jetzt hier rausschmeißen. Ja, ist auf. Komm, ich fahr ja auch noch. Ihr habt ja auch noch Sachen zu tun. Alter, ne? Herzlichen Dank. Ich hab's sehr cool. Gut. Danke für die schöne Stadtrundfahrt. Ja, danke euch. Und wie heißt ihr denn im Chat eigentlich? Ich bin El Brunzo. El Brunzo. El Brunzo. El Brunzo, Leute, merkt es. Hammer. Also, Chat, einmal ein paar Herzen rein für Severin. Zeigt ihm einmal ein bisschen Liebe. Finde ich ganz geil. Ich finde es cool, dass du spontan gesagt hast, Mensch, da komm ich mit. Ja, dachte ich mir auch, ey, komm, why not? Oder? Ja, ja, Hammer. Guck mal, da kommen deine Herzen. Ach, Leute, danke. Da kommen deine Herzen rein. Ey, danke. Ja, alles Liebe dann. Ja. Hab einen schönen Tag, ne? Ja, ihr auch. Viel Spaß. Ja. Ja, ich komme hier raus. Yeah, also, sorry. Ja, komm du. Und die anderen beiden nach vorne rücken. Tschüss. Ja, ja, wir haben jetzt auch wirklich, Micha, du musst um 12:45 Uhr, hast du das Item? Ja, wir fahren jetzt direkt hin. 12:40 Uhr? 12:45 Uhr tatsächlich schon. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss, Julia. Ciao. Wir genießen es. Ciao, dann gehen wir jetzt einfach hier rüber. Ja. Tja, rüber, ja, okay. Ja, wir fahren jetzt direkt zur Messe. Also ich hab's schon eilig, meinst du, Bella? Ich glaube, nee, wir müssen jetzt nur doch direkt zur Messe. Wir fahren direkt. Eins muss Mel sowieso auch da sein, also ist ja, das ja, gar nicht passt, so. Okay. Passt super. Nur, ja. Okay. Also, ich verdecke hier das Bild. Verdeckt das Bild. Wieso? Macht das Mel hier nicht elegant genug? Achso, du musst auch. Nee, ich wollte erst mal alles vorholen. Noch zwei Minuten, also Vollgas. So. Alter, Bella. Krass. Ich komme mit zum Parcours. So, ich nehme noch ey, so... Also der Parcours, wir haben den ja Montag schon ein bisschen gemacht. Jo, der ist hart. Erwartet dir nicht zu viel. Es ist tatsächlich schwer. Es ist wirklich, also es ist sau schwer. Und ich weiß nicht, wie gut du mit Klimmzügen und sowas bist, weil es ist wirklich viel Arbeit. Ich bin ja auch eher leicht und halbwegs sportlich. Also rückt ihr beide gerne auf die beiden Außenplätze? Ja, Außenplätze. Nee, und Bella in die Mitte. Du kannst auch in der Mitte bleiben, sorry. Nee, du kannst Bella ruhig in die Mitte. Ich war ja schon die erste Hälfte in der Mitte. Da wir den Platz, wo Severin war. Hat Severin jetzt seinen GT-Überhang mitgenommen? Hat er mitgenommen, wir haben nur mehr. Nötig. Ja, auf euch würde es gerne sehen. Wenn ich Zeit habe, renne ich gleich mit. Guck mal. Ich soll mit meiner Stimme den neuen Paten synchronisieren. Okay. Wer ist denn der neue Pate? Severin. Okay, einer muss Navi anmachen. Einer. I will, weil Mel macht. Okay. Wie findest du dieses Autofahren? Ist ganz gut, oder? Mm, super. Es ist chillig, oder? Es ist chillig einfach. Autofahren ist einfach geil. Ja. Ich bin sehr gefreut auf dieses. Ja, und dann wurdest du enttäuscht? War nicht direkt zur Messe, ne? Ja, es ist doch schön, hier mal so was erleben und auch mit coolen Leuten hier ob so quatschen. Ist doch Hammer, ey. Ich find's richtig schön. Wenn ihr noch Fragen an Bella oder Mel habt oder Reinke im Chat, dann einfach raus damit. Raus mit diesen Fragen. Oder wenn ihr einfach euch mal mitteilen wollt und sagen, Mensch, das ist geil hier, schreibt's einfach mal. Oder so. Weißt du, ich weiß, manchmal muss man auch mal die Sachen aussprechen. Ihr könnt einfach mal mitteilen, wie toll das ist. Ich fahr so lange in den Kreis, bis wir wissen, wo es hingeht. Das alle sagen, Autofahren ist geil, niemand sagt das über die Bahn. Stimmt das? Nö. Ich fahr super gerne Bahn. Mit Arno auch unterhalten, aber es ist natürlich ein sehr nerviges Unterfangen aktuell, muss man schon sagen. Ja. Also ich habe jetzt dieses Jahr war es weiter noch, ich sag dir, wo du raus musst.
Ich habe ja jetzt Kids und es gibt nichts Geileres, als mit der Lütten durch die Bahn zu latschen. Die kann nämlich von einem Ende zum anderen. Hier rechts. Hier rechts. Da rein, ja krass. Ich darf mal einfahren. Ja, und so Bahn ist so, okay, man stellt sich noch so mondän vor, wie früher irgendwie so Bahnreisen, aber es ist, man kann halt mal aufstehen und irgendwo hinlaufen. Ja, ja, du bist oder im Flugzeug, das ist immer so. Flugzeug bist du so abhängig von, weiß ich nicht. Im letzten Flug saß ich dreiviertel Stunde in dem Flugzeug, weil eine Stewardess nicht da war. Wahrscheinlich auch wegen irgendwelchen Krankheit und Shortage, dass sie da, aber da sitzt du da, bist so abhängig von denen. Und ich sag's auch mal ganz ehrlich, man kommt auch mal aus seiner Bubble raus, wisst ihr, was ich meine? Ja. Wenn man in der Bahn sitzt, dann sagen immer alle so, ja, man sind so viele Freaks und so weiter. Ja. Aber ehrlich gesagt, ist es nur so, also ja, die Freaks gibt es ganz schön viele, aber man trifft auch einfach mal Leute, die nicht so in der eigenen Bubble sind. Ja, und man kommt ins Gespräch, genau. Weil die ja auch Lust haben zu reden. So, und wo hat man das sonst noch? Ja, ja klar. Also, immer wenn ich mit meinem Bademantel und meiner Zigarre Bahn fahren will. In deinem eigenen Abteil sozusagen. Ja. Ja, dann Waggon wird da so dran gehängt. Okay. Ich würde gerne mal so einen Bahnurlaub machen. Also Transit geht jetzt ja nicht mehr so richtig, aber irgendwie so eine Reihe. Im Grunde könnten wir, es gibt gerade das 9-Euro-Ticket, wenn du jetzt mal sagst, ich will Deutschland kennen. Aber ich will doch so einen schönen Wagen, wo ich dann ein Bett im alten Orient Express. So was. Ja. Ganz viele Schulen. Schrei nicht so. Oder weiß ich, quer durch Alaska oder so. Irgendwie ja, so eine Bahn. So eine Bahn halt. Ja, so, ja, wie ist doch diese Serie? Afrika, wie ist denn diese Serie, die nur in diesem Zug spielt, die unfassbar scheiße ist? Die also Serie, die im Zug spielt. Bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, unfassbar scheiße, hätte ich gesagt, dass es Snowpiercer. Ja, unfassbar kacke. Den Film fandst du kacke? Alter Schwede. Die Serie hast du da. Ja, war super, ein Film. Ja, beides. Leute, echt? Ich stehe auf Science Fiction, ich stehe auf alles, aber die sind in einem scheiß Zug. Was soll das? Also den Film fand ich super, das hat alles total Sinn gemacht. Ja, ich gebe zu, ich bin bei der Serie auch irgendwann ausgestiegen. Der Film war echt gut. Ich habe nur die Serie gesehen. Ah, okay, dann ist das vielleicht das Problem, weil die Idee ist eigentlich ganz geil. Du hast eine ganze Gesellschaft, die in einem Zug abgebildet ist. Ja, es ist ein bisschen strange, so. Es ist nicht wirklich, es wird nicht passieren, glaube ich. Aber die Idee ist ja cool, weil du hast so dieses ganze... Wollen wir noch schnell bei der Winch on Tour zum Snowpiercer hier? Ja, komm mal. Wir noch hinten dran. Schon. Nee. Alles. Gibt's aber noch nicht, ne? Das nein. Kann. Können wir machen. Da bin ich schon tot. Aber hast du Better Call Saul zu Ende gesehen? Micha? Ich hab noch gar nicht angefangen. Nee, aber hast du noch das Beste noch vor dir? Okay. Hast du noch richtig viel Filet? Hast du noch richtig viel Filet vor dir? Denkt oder was? Nee, ist Hammer. Ist besser. Ja, sagt Colin auch, das Beste, was er gesagt hat. Besser als Breaking Bad oder was vor ihm. Ja, und das Fire Festival. Also. Ja, auf jeden Fall, klar. Was sagt der Chat? Jo, fast wie der Schacht. Was ist der Schacht? Das habe ich auch mal gehört. Ich dachte schon gehört. Der Schacht. Gibt es nicht auch so einen Film mit Aufzug, wo alles in einem Aufzug nur spielt, mit so, die auch im Abstürzen? Fahrstuhl zum Schafott. Nee, der ist ja gut. Ja, der ist mega, ja. Der ist wirklich cool. Eine ganze Serie darüber, wie ein Fahrstuhl. Nee, ich glaube, es ist ein Film. Also das Cover ist auch so super. Ja gut, doch schon cool, weil da geht so Licht durch den Fahrstuhl, das umgedreht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, so als Serie, so in jede Folge ist ein Stockwerk, was so tief war. Aber so 20 Minuten Folgen. Ja, und genau, du musst irgendwas machen, versuchst es, sonst geht immer schief und du rutschst jetzt runter. Es geht immer alles schief. Wobei, wenn du dann vom ersten in Nullten fällst, ist ja. Das ist eine gute Serie für uns. Zu retten, Entschuldigung. Das ist eine gute Serie, wo wir mitspielen. Ja. Es geht immer alles schief. Ist auch nicht geskriptet. Überlegt euch nur, was ihr da macht. Ja, es heißt Fall Guys. Halten euch Fall Guys. Es geht immer alles schief. Wusst ihr, dass die Fall Guys über 2-3 Meter groß sind? Hier müssen wir links. Ja, ist ja. So. Ja, die sind wieso? Aber es ist doch egal, oder nicht? Woran bemisst du das? Warte, hier links, ja? Ja, hier links. Pass auf, man denkt ja, das sind kleine süße Figuren. Ja. In Wirklichkeit sind das ganz schlimme, große Monster. Warum? Woher weißt du das? Das habe ich gelesen. Was hast du gelesen? Auf Wikipedia. Und wo leben die? Das ist wahr. Das ist wahr. Wo die leben, interessiert keinen. Stell dir vor, dass die nach so einem Spiel in so eine Kneipe gehen und sie sich voll... Ich hasse Menschen. Das ist eine Scheiße. Immer falle ich in diesen, lila Glibber. Ich hasse ja, alle. Ja, die gehen sich dann auch abends so richtig abschminken. Ja, genau. Schminken läuft im Gesicht. Ah, ich hasse mal die. Gut, dass wir Crack haben. Scheiße. Dieser Bornheimer. Schon wieder keine Krone geholt. Ja, so stell ich es an. Gefrustete Vorgeist. Ja, ja. Das ist gut. Wann machen wir diese Serie? Ich weiß, auf jeden Fall ein guter Game 2 Sketch, glaube ich. Ja. Und einfach so braune Klumpen draus machst, die gar keinen Spaß im Leben haben. Und
Und ja. Keine Ahnung. Aber mal als Event gedacht sozusagen, ist ja auch nicht verkehrt, oder? So ein Vollgas-Event. Nein, Vollgas. Sagst du, wir haben alle Fatsuits an und müssen über irgendwelche Obstacles rüber. Ja. Ist super. Alter, alle wollen Takeshis Castle auf Rocket Beans sehen. Also ich krieg's in meinem Chat immer wieder, ey, jedes Mal schreiben wir es. Wann macht ihr Takeshis Castle Rocket Beans 3? Exakt. Das ist wirklich wahr. Und da, siehst du, du stirbst ja schon. Alle wollen es haben. Ich möchte das auch gerne machen. Dabei. Alle wären dabei. Nur dann müssen wir, glaube ich, ich sag's euch ganz ehrlich, 3 Events weglassen und müssen 3 Monate planen, dass wir das im 4. Monat als 48-Stunden-Event machen. Nee, also ich glaube, also der Aufwand ist halt einfach, wenn es ein Takeshi Castle Parcours schon gibt irgendwo. Naja, das ist ja das Ding. Wir müssten ja eigentlich gar nicht mehr bauen. Diese Ninja-Parcours, die gibt's ja. Das heißt, was machen wir on top? Du müsstest eigentlich sagen... Ach so, Glibber. Glibber und diese Fatsuits zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich nicht bewegen kann. Verletzungsgefühl. Easy. Eliminieren so. Stellst irgendwelche krassen Kämpfer, die dich verprügeln, an denen du vorbei musst. Das ist ein Gladiator-Style so. Super. Clipper ist immer wichtig. Also ich fände es Hammer. Aber alle fänden es Hammer. Ich fände es super. Ich glaube... Die nächste, wenn man irgendwie links, lass mal kurz gucken. Kann nicht Takeshi selber uns das bezahlen? Der General Takeshi. Man merkt schon mega, aber wenn man lange sitzt, ne, ich verstehe dich tatsächlich. Wir sind ja auch in einem. Irgendwie links. Okay. Ist ja eine Messesituation. Ja, hier. Wahrscheinlich. Also, ich habe es früher mal angekündigt, dann fahren wir weiter, es geht auch noch. Glaube ich. Nee, da kommen wir nicht mehr hoch. Also, wir müssen auf jeden Fall auf eine der Brücken jetzt hoch langsam, das ist das Problem. Ich kann ja dahin wenden. Oder ein Yui. Ja, dahin wird es irgendwie. Was sonst müssen wir. Fahren wir an der Therme vorbei? Nee. Was ich sagen wollte ist. Wenn man dann sitzt. Mhm. Kannst auch gerade ausfahren. Musst du sagen. Mach. Wenn man dann sitzt und man... man hat sonst die ganze Zeit diese Beschallung auf dem Ohr. Mhm. Und es flackert überall. Ja. Der Wechsel von Wärme und Kälte durch die Klimaanlage. Das ist Guantanamo im Grunde, ne? Es ist quasi. Sämtliche Foltermethoden. Es ist Gaming Guantanamo. Oben drauf musst du da Rocket Beats gucken. Oben drauf das noch. Dann ist es ja klar, wenn du im Auto sitzt, dass du dann irgendwann einfach ein bisschen runterfährst und denkst dich, naja, hier darf ich Mensch sein. Hier darf ich noch Mensch sein, genau. Hier werde ich nicht geblendet. Und deswegen ist ja dieser Stream auch so schön, jetzt weil er so real ist. Deswegen werden die Leute auch zu Arschlöchern im Auto, weil sie Mensch sein dürfen, weißt du? Sag ich, bin nur mal ein Arschloch und hier zeige ich es. Lass da runter, du Wichser. Hast du schon auf den Mittelfinger gezeigt, Straftat übrigens? Also, ich mach sowas überhaupt nicht. Ich hasse Leute, die hupen. Ja, ich auch. Also für mich gibt es fast keinen Grund zum Hupen. Exakt. Außer jemand gefährdet den Straßenverkehr. Wenn jemand einfach irgendwie schläft und eine Ampel verpasst, kein Grund zum Hupen, weil du stresst die Person einfach nur. Was hast du davon? Ja. Und die wird es schon merken. Und, also außer jetzt, er fährt nicht los. Das finde ich ganz sympathisch. Wirklich. Aber ich finde diese Huperei, oder dass man alles so aggro kommentieren muss, das finde ich super krass. Ich finde, es gibt ja auch nicht so unterschiedliche Hupen gäbe. So eine so, ey, ich will dir nur Bescheid geben und eine, ich bin wirklich wütend. So, das klingt ja immer, als hätte man alles falsch gemacht. Dabei ist es nur ein vorsichtig. Aber die Bescheidgebe-Hupe könntest du in Deutschland streichen. Ja. Die Höflichkeit super. Ich habe 2 Hupen, ich nehme aber trotzdem mal nur, die Laute. Fick dich weg, du Wichser, Hupe. Ja. Ja, nee, ich bin auch kein Hoop-Girl. Nee. Hoop-Girl. Ich finde Hupen auch ganz schlimm. Also, das heißt irgendwie so. Außer Connys. Connys Hupen? Connys Hupen. Ja. Ist ein geiler Track. Den Typen hätte ich so gerne einfach mal live bei uns. Ja. Der müsste einfach so random reinkommen. Nee. Das ist ein Dude, der hat so Tröten an, der hat so einen Trötenanzug. Ach so. Das ist, aber ich habe jetzt ein anderes Video geguckt, das ist noch peinlicher. Das ist noch schlimmer, das ist noch unerträglicher. Ja. Oder warst du Fan von Kuhn? Ich weiß nicht genau. Ich bin Fan. Also, Entschuldigung, dann habe ich nicht so gemeint. Aber, nee, das halte ich jetzt zurück. Aber das ist wirklich das beste Video, was ich so lange entdeckt habe. Bubi, bub, bub, bub. Trant und ich, wir schicken uns immer so die cringiesten Videos hin und her. Also, er hat auch sehr gute immer gepackt. Wirklich? Ja. Wie heißt der Channel? Kann ich joinen? Trant und meiner Slack-Kanal. Trant und meiner Slack-Kanal. Ah, schön. Da möchte ich, glaube ich, jede Person mal rein. Wahrscheinlich schickt ihr euch auch ganz viel so Sci-Fi-Videos, oder? Naja. Ja. So diese ganze schlechte Synchro-Kacke und so, das landet da alles drin. Oh Mann, das ist ja Gold. Mhm. Ja. Mhm. Wie fühlst du dich? Würdest du sagen, das ist der Hauptbestandteil deines Jobs? Mit Trant chatten? Ja. Nee, so gespräche ich es ja nicht. Ey, Kannst du oder hast du das mal einen Plan? Wir schreiben, da müssen wir rüber, ne? Die haben den Strand am Rhein, kann man da Ja, der Rhein ist richtig schön. Der Rhein ist richtig schön. Okay.
gemacht. Das ist super gut. Da bin ich immer rübergefahren. Da fahren Skateboard. Wir jetzt rüber. Da bin ich jeden Tag mit dem Skateboard rüber. Also E-Scooter. Ach, jetzt, wie du in dem Hotel warst. Ja. Herrgott. Ach Gott. Ja, hier ist super. Und dann ist man viel besser an der Messe. Das ist der bessere Weg. Das ist der bessere Weg? Es ist der viel, das ist cool, weil wir fahren jetzt auch mal von oben rein. Ist der vielfach bessere Weg. Okay. Multipliziert besser. Hier ist der Igelbrunnen. Und guck mal, da chillt die Taube. Einfach so. Die sagt sich, ist das hier das Talent-Taxi? Da muss ich gucken. Da muss ich. Wollt ihr die Taube sehen? Ist echt geil. Da. Go, fahrt weiter. Müsst ihr nicht gefilmt werden? Habt ihr eine Drehgenehmigung? Go. Tauben, ey. Tauben, das ist wirklich so. Ja, das ist ein schlimmer Ruf, ne? Wie die sich fühlen müssen, dass sie sozusagen die Landstreicher der Tierwelt sind. Aber im Nestbau geben die sich auch keine Mühe. Also die tun nichts. Sie sind wirklich lazy, oder? Nein, die tun auch nichts dafür, dem Ruf entgegenzuarbeiten. Okay. Da ist die Taubengewerkschaft, hat da jahrelang geschlafen. Da hätte viel mehr passieren müssen. Ja, wirklich. Die Integration der Tauben ist komplett fehlgeschlagen. Ja, aber die sind wichtig, die picken die ganzen Kippenstummel von den Straßen. Und verkaufen die dann weiter. Ja, das klingt sehr perfekt. An Ratten. Denn hier, die Ratten sind noch ein paar ab. Meister Taube. Die Ratten sind eine Evolutionsstufe drunter. Sie haben noch keine Flügel. Krumm. Also, du kennst den Weg jetzt? Das ist Schild, das Grüne. Ah, cool. Ja, nee, weil, achso, dann lass ich es noch an oder ich lass mal an. Ja, also ich glaube, das grüne Schild wird uns hinführen. Das lasse ich gleich an. Seid ihr mit der Seilbahn schon mal gefahren? Nee. Die sieht aber auch so unvertrauenswürdig aus. Also wirklich. Das machst du auch dann einmal und nie wieder. Wahrscheinlich, aber ich würde gerne wissen, wo fährt man da mit? Von der einen Seite zum anderen. Man kann überall rein. Cool. Und hier, in dem Park wollte ich sein, da wurde ich rausgeschmissen. Da bin ich ins Skateboard reingefahren, weil es stand Skulpturenpark. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch geil. Und dann bin ich da mit Skateboard rein, da meint jemand, no driving. No Krogis. No driving. Da habe ich mich komplett diskriminiert gefühlt, bin rausgegangen. Und ich weiß jetzt nicht. Du sollst nur das Kultur so lang grinden. Ja, und wer ist das? Gefällt dir das? Welcher Admiral ist das hier? Eine moderne Skulptur. Ich denke, da steht Bill Gates. War schon jemand bei euch im Skulpturenpark in Köln? Das ist sehr schön. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da. Oha. Was habt ihr gegen die Tauben? Ich wusste, irgendwo ist immer eine Taube dabei. Irgendeine Ab, irgendwo hast du. Da sitzt einer an der Taube. Mel, was hast du jetzt auf dem Programm? Ich bin immer noch hier am Rumplanen wegen Trailer Mania gleich. Ja, wir sprechen gleich. Das heißt, alle, die jetzt hier zugucken, ich hoffe, dass ihr gleich Krogi bei Rocket Beats TV auf der Bühne bei Trailer Mania seht. Ich mach mit. Du machst mit? Ja. Ja, geil, dann seht ihr Reinke auf der Bühne. Hammer. Also nur zu zweit und wir werden trotzdem versagen. Also als Team meinst du? Colin ist leider, das ist der leider genau sein Metier. Ne? Das sind, so, das sind trashige Videospielfilme. Ne? Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Können wir das machen, dass die Community uns helfen darf? Also nicht, dass wir zu zweit sind, aber dass wir trotzdem noch Hilfe kriegen. Nein. Okay. Einer der beiden Michas gegen Colin mit einem Community. Ja, aber das ist doch geil. Pass auf, die Idee ist doch geil. Dann bin ich im Publikum und dann frage ich immer, wer kann das beantworten? Dann haben wir ganz viele aus der Community, muss man die gar nicht testen. Dann bin ich unten. Das ist doch Hammer. Wir haben keinen Wasserstoff, dass dann das Mikrofon. Das funktioniert nicht. Och man, immer Probleme, ey. Ist halt nicht überall wie in deinem Halligalli-Schrien. Er macht doch sein eigenes Trailer-Mania. Dann mache ich mein eigenes Trailer mit Werkzeug und Nutten. Weißt du, wie ich den nenne? Schmocketschmien-Schmischmau. Schmäler-Schmelier. Mann, na gut. Kannst du Schnarrig-Schnausen-Frage mal mitspielen? Stimmt, was mit denen eigentlich? Die haben bisher nur am Frühstück gesehen, beim Frühstück gesehen. Ja, nee, als wir losgefahren sind, haben wir das gesehen. Die sind auch zum Frühstück erst nach Hause gekommen. Nach Hause? Wirklich? Ja, die haben richtig gebrauscht gestern Abend. Die haben gebrauscht und haben dann gebruncht. Ja. Mhm. Haben die sich connected oder was? Ja, die standen da rum und haben sich zu dritt connected, ja. Und dein Nachbar. Zu dritt einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Aber geil, Björn Packratz war auch wieder da, haben wir auch gewunken. Nur Info, hier bin ich überall lang geskatet. Wirklich hier oben. Ja. Die ganze Zeit, wirklich jeden Tag. Hammer. Krass. Schön, oder? Und dann kommt man hier nämlich mit Topspeed runter. Wirklich mit Topspeed. Und ist man direkt auf dem Presseparkplatz. Wo müssen wir eigentlich parken? B21. B21?
P21. Komm mal weiter. Haben wir das schon mal im Stream, wie wir ankommen bei der Kann ich mir nicht vorstellen, weil das also ist ja ganz neu. Das ist auch neu. Also im Grunde, so ist es, wenn man bei der Gamescom jetzt einen Parkplatz sucht. Musst du hier runter? Das reicht es. Ja, das ist der größte Nervenkitzel, den man hier hat. Ja. Findet man einen richtigen Eingang? Findet man überhaupt einen Eingang? Durch welches Nagelkissen fahren wir heute? So, welches Tor hast du gesagt? Weiß ich nicht. Wir fahren mal weiter. Ja, hier nicht hoch. Rechts. Genau. Eingang Nord ist richtig. Ja. Eingang Nord müssen wir und da dann auf den Parkplatz hoch. Das wäre da gewesen, ne? Oder? Nee. Ja, wir müssen wieder rechts jetzt, genau, ja. Okay. Vielleicht wäre der auch direkt, aber ich glaube, ich weiß nicht. Ja. Bist du heute am Business Making noch? Hm, ja, klar. Business. Working. Ja, yeah, what's your name? Ronald McDonald? All right. Cool, join us. So, da sind sie schon die ganzen. Genau. Und das ist auch so spannend, weil immer, wenn man hier ankommt zur Messe, da wird Micha immer von so einem großen Fantross erwartet, die ihn dann auf so eine Sänfte reintragen. Du bist doch gar nicht so schön. Nee, dann kommen mit so einer großen Haarspray-Dose, kommen sie dann vorbei. Ja. Sprayen dich direkt schon an. So, wo parken wir jetzt? So, und hier der rechte Park, auf dem haben wir gestern geparkt zum Beispiel. Ah ja. Ich glaube... Muss man da irgendwas für vorzeigen? Da ist so ein geiles Dach irgendwo. Ich glaube, das war nur am Anfang möglich. Ich würde jetzt einfach den mal nehmen. Muss man da irgendwas für vorzeigen? Das ist übrigens mein Traum, alle mal umzukippen. Alle ist gut. Oh, das ist ja richtig unangenehm hier. Ja. Krass. Aber okay, ich kann es hier auch wieder. E-Scooter Country ist das hier. No Man's Land. Hier mal rein. So, hier ist dieser Kreisel. Reinschmeißen. Auf diesem Kreisel ist man normal der krasseste Stress. So, hier hupen sich alle an und alle hassen sich und freuen sich auf die Gamescom. Alle hassen sich. Und innen drin ist dann wieder alles ausgelassen. Ja. Muss man irgendwas vorzeigen? Oder? Nee, nein. Einfach. Wir bringen den Lappen da vorne, ne? Durchdingsen. Ja, durchdingsen. Sonst könnte ja jeder parken. Das ist aber nicht der Fall. Man braucht schon so einen Lappen hier, ne? Oder? Ah, ja. Kurz Schritt, Fabian Kran hat vorhin geschrieben, ob es noch geht, dass wir irgendwo Werbung hinschreiben in den Stream. Ja, ich habe doch gesagt, ich kann gar nicht, das ist einfach ein Twitch, ich kann da gar nichts reinschreiben. Das weißt du doch. Fabian, Mensch. Weißt du doch. Weder da, hier steht nichts stehen, da kann überall nichts stehen. Kann ich nicht bedienen. Ich hab mal grundlos auf euch gehalten. Nein. Wo soll man parken? So, der muss uns da irgendwo reinwinken jetzt hier. Wir wollen parken, ne? Wir wollen gerne parken. Hier ist voll junger Mann. Also weiter durch, geradeaus. Hätte ich jung genannt. Und parken, ja? Ja. Hier musst du mal gucken. Geh mal hier rüber, ja? Ich fahr mal gerne, ich guck mal. Ja. Danke dir, das ist doch super. Dankeschön. So, der eine hat auch Unterschiede bei den Herrschaften. Es gibt bei Menschen oft Unterschiede, ja. Der eine hat es erkannt, der andere nicht. Für den einen ist das Glas voll, das andere... Soll ich mal raus? Und nee, da hinten ist alles frei. Ist alles frei. Obwohl, nee, aber dann kommen die anderen nicht mehr raus, glaube ich. Das war schon... Guck mal hier. Jetzt befindet. Habt ihr schon mal eine Kumquatsch gegessen? Nee. Was ist das? Das kleine Mini-Apfelsine. Aha. Ja. Gar nicht. Interessanter Themenwechsel. Ja. Hast du einen in der Tasche? Zwei ganz kleine Kumquatsch. Kumquatsch? Heißt wirklich Quatsch? Ich glaube nicht. Quatsch? Hey, hier ist doch, kann man doch super parken. Hier kommen doch alle raus. Oh, ich habe die ganze Zeit nach vorne gefilmt. Ah, ja. Nee, da kommt ihr nicht mehr raus. Da! Da ist was? Da hinten im Roten, ne? Ja. Ja, geil. Oder steht ein ganz kleines Motorrad? Ja, oder so ein ganz kleiner Pöller irgendwie. Ein E-Scooter. Ganz kleines Motorrad. Hey, hier sind noch Plätze ohne Ende. Einer frei. Hammer. Du bist auf jeden Fall ein sehr guter Taxifahrer. Ja. Super. Dankeschön. Ja, hier muss man kein... Dankeschön, das Feedback nehme ich auf fürs nächste Mal. Ja. Dass ich ein bisschen rabiater fahre. Was sagt das Taximeter? Taxi. Müssen wir zahlen? Ihr habt bezahlt schon im Vorfeld, nämlich mit eurer Anwesenheit. Das ist einfach so. Das finde ich richtig geil. Warte, jetzt müssen wir es nämlich auch so ein bisschen... Sind alle zu sehen? Ja, ne? Ja.
ich ihn auch noch. Also, Leute, das war unsere Taxifahrt vom Hotel durch Köln irgendwie. Von Severinsviertel? Durch Severinsviertel, wir haben Severin getroffen, haben uns einen Kaffee geholt, haben dann irgendwie ein bisschen gelabert und es war wunderschön. Jetzt gilt es auch zu klären, was passiert bei Rocket Beans TV. Jetzt seht ihr mal, wie das läuft, das planen wir genau jetzt. Ja. Gut, das stimmt nicht. Max hat schon alles geplant. Fabian Käufer auch. So, aber wir tun so, als würde alles Micha planen jetzt. Und er ist ein genau, Genie. Diese Spontanität. Los, Leute, wir brauchen die Technik. Baut mal auf. Wir schreiben. Manchmal, ja, bleibt gespannt, wer jetzt bei Trailer Mania gleich auf der Bühne sitzen wird. Manchmal schreiben wir schon eine Woche vorher einen Sendeplan. Spontaner Stream. Ich google jetzt erstmal Uwe Boll Filme. So ihr Lieben, also Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe sehr, dass es euch Freude gemacht hat. Ich werde jetzt den Stream beenden und dann gehe ich in den Chat und raide Rocket Beans TV. Oder ist jemand hier, der Mod-Rechte hat? Wer von euch kann das machen? Kann einer von euch einen Raid durchführen? Weil ich kann es so nicht. Aber wenn das jemand machen könnte, wäre es cool. So, ansonsten könnt ihr einmal noch ein paar Herzen da lassen für Bella. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Danke fürs ein paar Herzen da lassen für Mel. Danke, dass du mitgemacht hast. Und ein paar Herzen da lassen für Reinke. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Und ein paar für Kogis Stimme. Ja. Und ein paar für meine Stimme. Also bitte die Herzen ballern. Ballert die Herzen, ihr Lieben. Ja. Und Claire kann noch raiden. Also so, jetzt brauchen wir eine Kogi. Dankeschön. Dankeschön an die GTÜ. Dankeschön, GTÜ, fürs machen dürfen. GTÜ. Tschüss, ich bin jetzt. Tschüss, warte, GTÜ. Tschüss, warte, ich finde den Knopf nicht.